Schön. Schön, dass ihr da seid. Ich habe keine Lautstärke. Haben wir Ton auf dem zweiten Mikro? Super. Gut, ich wollte gerade sagen, zeigt mir mal, wie laut ihr sein könnt. Das habt ihr gerade schon so ein bisschen gemacht, aber macht doch mal einen richtig frenetischen Applaus, damit alle Leute wissen, wer hier heute alles da ist. Für alle. So laut ihr könnt. Ja. Das klingt schon eher nach Applaus. Haben wir jetzt ein bisschen Ton auf dem zweiten mittlerweile? Haben wir Ton? Oh, yeah. Wir haben Ton auf dem zweiten Mikrofon. Famos, so viele schöne Menschen. Sehr schön, dass ihr da seid. Sehr schön, dass ihr dabei zusehen konntet, wie ich gerade an einem Mikrofon scheiterte. Der Mann, der mir dabei auch zusehen konnte, zu meiner Linken, der wundervolle Jonas Scheiner. Hallo, der Mann, der noch viel schöner aussieht und zu meiner Rechten steht, ist Henrik Santo. Bitte halte den Applaus an. Schön, dass du da bist. Ja, auch schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Eine Frage an dieser Stelle. Wer von euch war denn schon mal bei einem Blitzdichtgewitter? Wow, das sind tatsächlich Leute, die da waren, denn die Leute, die schon mal auf einem Poetry Slam oder noch besser auf einem Poetry Jazz Slam waren, wissen, dass man sich nicht meldet, wenn man gefragt wird. Nein, man schreit. Genau. Tatsächlich. Ich hab die wer von euch war denn noch nie auf einem Poetry Slam überhaupt? Ja, eben nicht melden, sondern zum Beispiel ich rufen oder hier. Na, er hat eh gerufen. Das sind aber wenig Leute, das ist schön. Das ist echt Wien schön. Wien ist erzogen, wow. Das ist geil. Gibt ja auch ein paar Slams. Ja, sehr geil. Also üblicherweise sieht der Programmpunkt jetzt vor, dass wir eine ellenlange, historisch wahnsinnig korrekte Abhandlung darüber halten, was ein Poetry Slam ist. Steht auch auf Wikipedia sonst. Genau. Daher ganz, ganz kurz die Bullet Points. Wir haben 6 Poeten, die mit selbstgeschriebenen Texten ohne Requisite auf diese Bühne kommen und in einem Wettbewerb zueinander antreten. Und ihr entscheidet, wer das dann gewinnt. Ganz genau. Allerdings ist das natürlich kein normaler Poetry Slam, weil wer braucht das denn? Wir haben doch schon genug davon. Wir brauchen etwas Neues in Wien und zwar deswegen haben wir ein paar Leute zu uns auf diese Bühne geholt, die die Texte der Poetinnen und Poeten musikalisch untermalen oder unterstreichen, untertrommeln, unterzupfen und unterdrücken werden. Unterdrücken nicht, aber unterpusten mit, ihr wisst schon. Und deswegen begrüßt doch einmal mit uns die Menschen, die den Abend hier zu dem wirklich Besonderen machen, der ist... schon ist, aber noch besonderer wird. Und zwar einmal an der Bassklarinette und am Saxophon Andreas Lindenbauer. Und an... Das war zu früh, Entschuldigung, Entschuldige. An der Gitarre Ralf Motwurf. Und am Schlagzeug möchte ich nicht sagen, sondern am Schlagwerk. Das sind nämlich auch alles übrigens professionelle Musiker. Und er studiert nicht Schlagzeug oder Drums, nein, klassisches Schlagwerk, habe ich mir sagen lassen. Bitte einen Riesenapplaus für Reinhard Hörschläger. Und zusammen sind sie... Bauer, Schläger, Wurfberger. Ja. Gewöhnt euch dran, ihr müsst noch oft klatschen heute, aber genau. Das ist okay. Es ist das ja ganz kalt draußen, ihr müsst die Hände trotzdem ein bisschen aufwärmen. Ja, so. Durchaus. Das ist ja auch irgendwo der Sinn des Abends, dass hier mit Lärm und Liebe und Applaus... die bösen Geister verscheuchen. Das ist sehr, sehr poetisch. Genau, ja. Machst du auch was mit Sprache? ja, wir haben heute allerdings nicht nur ein Blitzdichtgewitter Poetry Jazz Slam, sondern wir haben heute das Saisonfinale. Das heißt, wir haben ein Best-of. Wir haben euch die erfolgreichsten Poetinnen und Poeten, die hier zu unserer Rechten sitzen, auf diese Bühne nochmal geholt, die zum Teil aus Wien kommen, aber auch aus Graz und aus Linz. Und diejenigen waren, die bei den bisherigen Jazz Slams einfach am meisten gerockt haben und am erfolgreichsten waren tatsächlich. Das heißt, ja, heute gibt es die Creme de la Creme und ihr dürft wie immer entscheiden, wer am Ende das Saisonfinale entscheiden wird. Wie funktioniert das denn? Das funktioniert mit Jurytafeln. Also wie ihr vielleicht schon herausgehört habt oder wisst, weil ihr schon auf zahlreichen Slams wart, entscheidet das Publikum. So, wir werden jetzt punktuell 7 Personen in diesem Publikum auswählen.
die von Jonas ganz, ganz tolle, von uns verzierte College-Blöcke in die Hand bekommen. Und auf diesen College-Blöcken sind Zahlen von 1 bis 10. Dazu muss man blättern. Aber das ist nicht so schwierig. Man schafft es. Jonas wird jetzt herumgehen, aber bevor er das tut, eine Frage an euch. Wer von euch möchte denn in die Jury? Sehr gut. Also ich sehe ein starkes Übergewicht auf der linken Seite. Oh, da hinten meldet sich noch eine junge Dame. Was ist denn mit dem Block hier direkt vor mir, die so beschämt in alle Richtungen starren gerade? Na, sehr schön. Da ist auch jemand am Start. So, während Jonas jetzt also herumgeht und diese Tafeln austeilt, erkläre ich euch ganz kurz, was es damit auf sich hat. Wie gesagt, wenn ihr blättert, werdet ihr darin sehr, sehr schön geschriebene Ziffern und Zahlen von 1 bis 10 vorfinden. Und mit diesen Zahlen werdet ihr dann darüber abstimmen und entscheiden, wie viele Punkte die Poeten und Poetinnen jeweils bekommen. Wichtig dabei ist zu sagen, dass eine 1 nicht so gut ist. Eine 1 ist so ein Text, der eigentlich nicht existieren darf, und den ihr auch auf gar keinen Fall hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen, was auch immer wollt. Insbesondere nicht riechen, denn er stinkt. So. Ich darf euch beruhigen, einen Einser-Text werdet ihr heute Abend nicht hören. Ihr werdet auch keinen Zweier-Text hören, auch keinen Dreier-Text, auch keinen Vierer-Text. Es ist auch ausgesprochen unwahrscheinlich, dass ihr einen Fünfer-Text hört, aber nur damit ihr den Maßstab habt. Ein Fünfer-Text ist ein Text, der ist grundsätzlich okay. Das ist so ein Text, der regt zum Schmunzeln an, er ist nicht furchtbar, aber zweites Wiedersehen muss auch nicht unbedingt sein. Es ist ein kurzweiliges und vielleicht im besten Falle auch einmaliges Vergnügen, das ist so eine 5. Und dann wird es graduell besser, dann nähern wir uns beispielsweise einer 7 an. Eine 7 ist ein in der Tat schon wirklich guter Text. Ein Text, der euch amüsiert hat, der euch zum Nachdenken gebracht hat, der euch zum Lachen bringt, euch zum Schmunzeln bringt, euch zum Nachdenken, Träumen bringt. Ich wiederhole mich, das tun solche 7er-Texte manchmal auch. Deswegen sind sie auch keine 8er-Texte. Danke, Jasmin. Das war die 8 gerade, ja. So. Nein, ein 8er-Text ist tatsächlich ein Text, der wirklich länger in Erinnerung bleibt. Ein Text, der neue Gedanken zumindest anstößt, der euch nachhaltig zum Lachen bringt, der euch vielleicht auch noch morgen amüsiert oder in Schwelgen und Träumereien versetzt. Eine 9 hingegen ist schon ziemlich geiler Shit. Also eine 9 ist, wie erklären wir eine 9? Eine 9 ist... Eine 9 ist so zum Beispiel etwas, was ihr euch, also wenn ihr ein Zitat aus dem Text mit nach Hause nehmt und dann denkt, boah, das ist echt unfassbar geil, das könnte ich mir tätowieren lassen. Das ist einfach so ein guter Satz, den würde ich mir tätowieren lassen. Das ist so ungefähr eine 9, ja? Genau, genau. Also eine 9 ist fast die Spitze. Es geht nur noch sehr wenig über die 9, aber es gibt da noch diese eine Zahl, nämlich die große Zahl, die hoffentlich heute Abend das eine oder andere Mal fällt, und genau, das ist die 10. Eine 10 müssen wir, glaube ich, nicht erklären. Ich glaube, ihr habt alle eure geheimen Sexfantasien, ob das jetzt bedeutet, dass ihr einen Dackel an die Wand klebt und euch davor auf einen Stuhl setzt und darauf masturbieren möchtet. Ich weiß es ja nicht. Das vielleicht ist erschreckend habt ihr auch Fotografiefetische, weil ihr im Westlicht seid. Aber ihr dürft euch selbst überlegen, was eine 10 ist. Es ist auf jeden Fall halt der beste Text des Abends. Das Wichtige ist, dass ihr sehr stringent bleiben müsst. Das heißt, wenn ihr an den ersten Text gehört habt, dann müsst ihr euch an diesem orientieren und nicht irgendwann einfach euch hochschaukeln und nur noch Zehner verteilen. Das könnte passieren, weil wir natürlich die Besten der Besten da haben. Aber versucht wirklich rational zu werten und eurer Linie treu zu bleiben. Genau. Genau. Und das Publikum ist natürlich angehalten, eure Wertungen mit Applaus, Zwischenrufen, elterlichen Beleidigungen oder sonstigen Dingen, die dem Publikum so einfallen, zu untermalen. Ihr könnt euch davon beeinflussen lassen, ihr müsst es nicht. Genau, wir haben Siri. Wir haben 7 Jury-Tafeln, sagte mir Siri gerade. Trotzdem seid ihr natürlich alle die Jury. Das heißt, ihr dürft, wie gesagt, kommentieren und Stühle schmeißen, wenn euch die Wertung nicht gefällt. Aber wir hoffen, das passiert nicht. Ich glaube, ich habe eine relativ gute Jury ausgewählt. Das dürft ihr dann selbst beweisen. Ich denke auch. Zum Ablauf? Zum Ablauf, in der Tat. Wir werden jetzt gleich einen Feature hören, der euch ein bisschen einheizt. Davor werden wir euch noch ein bisschen einheizen. Danach starten wir in den Wettbewerb. Nachdem wir heute 6 Poetinnen und Poeten haben, werden wir eine doppelte Vorrunde machen. Das bedeutet, wir hören zunächst alle 6 durch.
Wir werten nach jeder einzelnen Person. Danach machen wir eine kurze Pause, dann hören wir die 6 noch einmal in umgekehrter Reihenfolge, werten wieder und dann gibt es ein tolles Finale. Und wer sind denn diese 6 Personen heute? Diese 6 Personen haben wir schon im Vorfeld ausgelost und stehen in der richtigen Reihenfolge auf dieser Tafel. Ihr müsst jetzt nicht nochmal klatschen, weil wir werden sie auf die Bühne holen und jedem den gebührenden einzelnen Applaus geben. Deswegen, apropos klatschen, wir haben uns noch eine Sache überlegt und zwar werden wir nicht das machen, was man oft auf Poetry Slams macht, was wir auch sonst eigentlich machen, euch mit den Punkten einklatschen, da sagt man dann einen Applaus für 3 Punkte und so weiter, das ist aber zart, das brauchen wir heute nicht, wir haben eh nur geile Leute. Wir werden euch aber trotzdem klatschen lassen, damit noch ein bisschen mehr Sonne auf dieser Bühne hier scheint und zwar wollen wir mal euren Applaus hören für Urlaub. Es ist Juli, Semester ist vorbei. Und auch wenn ihr schon arbeiten müsstet noch, ihr habt einfach jetzt 1 Monat Urlaub. Wie klingt 1 Monat Urlaub? Ist geil. Also ich fahre noch lieber in Urlaub anscheinend als die meisten. Ich war echt seit Jahren nicht mehr im Urlaub. Ich habe da voll Bock jetzt. Das ist ein bisschen schade. Gut. Was ist denn, hat jemand von euch sein Studium jetzt beendet zum Ende dieses Sommersemesters? Würde jemand von euch gerne ein Studium beendet haben? Ja, dann klatscht doch mal für ein potenzielles beendetes Studium. Oder Pension. Falls es tatsächlich Menschen gibt, die hier arbeiten. Das gibt es ja auch immer. Ja, das ist, wir sind Künstler. Gut, ich glaube, wir labern auch mittlerweile ein bisschen zu viel. Ja, ich glaube, ihr habt auch jetzt genug von uns. Wir machen mit dem ersten Act des heutigen Abends weiter. Wir begrüßen auf dieser Bühne einen Slam-Poeten, Rapper und auch Mitveranstalter von uns beiden heiteren Menschen. Er ist der Mensch, der eigentlich unser manchmal kongeniales Trio komplettiert und eigentlich dafür sorgt, dass wir auf dieser Bühne nicht so ausschauen, wie wir es jetzt tun. Deswegen begrüßt mit uns den unglaublichen, charmanten, faszinierenden, sich totlachenden Christopher Hüttmannsberger, a.k.a. Selbstlaut, a.k.a. Bauerschläger-Wurfberger. Grüß euch. Ich muss sagen, Jonas, deine sexuellen Fantasien waren viel zu spezifisch, als dass das jetzt auf der Steuer einfallen lassen hast können. Sorry, ich sag nur, es ist mal im Hals stecken geblieben. Ja, diese Stadt im Osten, dort wo niemand von uns hin will und wir schlussendlich alle doch sind, dort wo Texte im Bars entstehen und wir dann mit Brandlöchern in der Jacke nach Hause spazieren, dort wo der Wind so schreit, dass wir durch unsere Kopfhörer trotzdem ein bisschen erfrieren, wär's nicht fürs Bier, dort wo wir am nächsten Morgen in die Küche wanken, um uns ein Brot zu schmieren und dann lassen wir noch einmal den letzten Abend im Kopf Revue passieren. Aber was ist denn passiert? Dort, wo wir alle hinfahren, um zu lernen, aber das Wenigste davon passiert auf der Universität und wir fragen, was geht, aber haben uns keinen Zentimeter bewegt. Denn es ist dunkel dort, wo wir leben. Und das Wünschen kommt uns nie zu kurz, weil wir die Welt nur durch gedimmtes gelbes Licht sehen. Dort, wo die ersten Schritte zum ersten Stillstand werden. Aber dieser Stillstand ist kein Stillstand, sondern ein Sprung in die Ferne. Und der gerade Weg ist nur eben, weil sie alle Steine entfernen. Aber gerade deswegen gehen wir auf Trampelwegen durchs Leben und lernen.
Dort, wo Bekanntschaften um 2 Uhr morgens unser Leben bestimmen und du sagst, die Zigarette geht aus, wenn ich sie nicht rauche. Und wir singen, zwar neben dem Ton, aber was bedeutet das schon? Denn wir singen. Running through the graveyard, we laughed, my friends and I. Und wir haben gelacht und geweint und die Stille geteilt, geschrieben, gefeilt, ich hab dir erklärt, was ich mein. Wir haben geträumt und unsere Pläne geschmiedet über Scotch und Schnaps und unzähligen Bieren. Aber wir sehen uns morgen ja wieder. Dort, wo ich mich beim Spazierengehen immer erinnere und vergesse, und am Heimweg rieche ich auf den Treppen frisch gekochtes Essen, aber bei mir in der Küche ist das einzig volle der Aschenbecher. Dort, wo wir nach dem Stolpern nicht fliegen, dort, wo wir stolpern, um das Aufstehen zu üben, dort, wo wir lügen, wenn wir sagen, wir wissen, was wir tun, dort, wo wir niemals ruhen. Denn hier sind wir Könige, hier sind wir Narren, hier lernen wir fallen. Und wir singen neben dem Ton. Aber was bedeutet das schon? Denn wir singen. Running through the graveyard, we laughed, my friends and I. We swore we'd be together until the day we die. Until the day we die. Diese Stadt im Osten, dort, wo niemand von uns hin will und wir schlussendlich alle doch sind, dort, wo wir heute leben und auf morgen hoffen. Berger alias Selbstlaut alias die Berggeschichte im Bauerstädter Hof. Ganz genau. Liebe Technik, ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl trügt. Ich kann nicht beurteilen, wie es da hinten klingt, aber ich glaube, wir brauchen das Vortragsmikro noch ein bisschen lauter. Danke. Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, während ich jetzt rede, werde ich einfach das Mikro ein bisschen weiter weghalten, aber dann, glaube ich, ein bisschen lauter. Das kriegen wir hin. Ich denke auch. Eine wichtige Regel haben wir noch vergessen, glaube ich. Richtig, die werden wir jetzt benennen, denn es gibt eine Regel, die ganz, ganz entscheidend ist, nämlich respect the poets. Das bedeutet, dass ihr den Leuten nicht nur Lärm, Liebe und Applaus spendet, wenn sie auf diese Bühne gehen, was ihr eh schon tut. Das bedeutet vor allen Dingen auch, hilfreich, das bedeutet vor allen Dingen, dass ihr, während die Menschen auf dieser Bühne sprechen, schweigt. Also während wir hier quatschen und ich mich in irgendwelchen langen Sätzen verzettle, dürft ihr gerne miteinander sprechen. Das stört uns nicht, aber während die Menschen hier auf dieser Bühne performen, bitte ich euch darum, nicht miteinander zu reden. Wir hören das hier vorne nämlich. Aber das kriegen wir hin. Ihr genau. Seid super aufmerksam. So, kommen wir zu der ersten Wertung des Abends. Ihr wurdet jetzt quasi geeicht von Selbstlaut und den ganzen AKAs, die wir schon gehört haben. Und die Jury berät sich jetzt ungefähr 5 Sekunden, während ich weiterrede. Und dann hören wir eine Wertung. Wenn wir runtergezählt haben, brauchen wir die Tafeln bitte gleichzeitig in die Höhe. Und dann werden wir zählen. Das werden wir jetzt üben. Und zwar die Wertung für den eben gehörten Text. Bitte bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig in die Höhe, bitte. So, ich sehe... Und bitte oben halten. Das ist sehr, sehr lieb. Gut, wir werden jetzt eine Probewertung machen. Ich sehe hier ganz vorne eine 6. Diese wird gestrichen, da sie ja die niedrigste ist. Ich sehe dort hinten eine 7, eine weitere 7, eine dritte 7, eine vierte 7 und ich schließe mit einer abschließenden 8.
die auch gestrichen wird, da die höchste und die niedrigste Wertung aus statistischen Gründen gestrichen werden. Das heißt, wir haben viermal 28 Punkte. Ganz genau. Macht das nach Adam Riese und Eva Zwerg. Und an dieser Stelle bitte einen Applaus für den Poeten und nicht für die Wertung. Gut, nachdem wir noch geheime Absprachen getroffen werden. Da hat eine Wertung gefehlt. Waren das 7? Das waren nur 6? Ja. Stimmt, dann bitte noch einmal die Tafeln in die Höhe. Jonas, du musst auch existenten Menschen. Ja, stimmt, wir haben 7 Tafeln. Wo ist denn die 7? Ich wollte eigentlich nur die Poeten prüfen. Bitte haltet noch einmal alle eure Tafeln in die Höhe, damit wir auch wissen, dass alle da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist denn noch eine 6? Da ist die 6. Ja, das ist die 6. Ach, da hinten ist noch eine 6. Ja, Mensch. Ja, das ist schön. Gut, so. Aus diesen Gründen machen wir diese Probewertung, damit das im Wettbewerb nicht passiert. Das macht 34 Punkte übrigens, weil die mitgemacht haben. Genau. So, machen wir weiter. Lieber Henrik. Lieber Jonas. Wie stehst du eigentlich zu Pandas? Pandas. Pandas finde ich grundsätzlich gut. Ich finde, Pandas sind flauschige Genossen, die viel zu selten vorkommen. Das liegt ein bisschen daran, dass sie echt faul sind. Wer nicht so faul ist, ist allerdings der Mensch, der mich sehr, sehr oft an Pandas erinnert. Nämlich der erste Poet unseres heutigen Abends. Er ist flauschig, liebevoll und sprachlich versiert. Bitte tragt ihn auf die Bühne mit Lärm, Liebe und Applaus. Hier ist für euch Osama! Ja, das Mikro jetzt. Wollen wir es einfach so machen? Ihr spielt kurz Metal und ich sag was. Ja, also 3, 2, 1, Metal. Hallo, ich bin auch noch da. Yeah, yeah, yeah. Und ich sag was dazu. Ja, das läuft schon, oder? Ja. Okay, das wollte ich nur kurz mal ausprobieren, ob ihr auch Metal könnt. Das war aber nicht Metal. Okay, ich habe einen Text dabei, der heißt Der Versuch, einen positiven Text zu schreiben. Und ich werde da etwas wiederholen, da so einen Satz gebildet. Und da bitte ich die Band mal kurz, sich darauf einzuflohen. Und das Satzgebilde heißt Alles ist prima, supidupi, der Weg ist das Ziel. Ich fange jetzt einfach mit also an und dann könnt ihr einsetzen, ja. Also, alles ist prima, supidupi, der Weg ist das Ziel. Okay, super. Dann fange ich jetzt mit dem Text an. Alles ist prima, supidupi, der Weg ist das Ziel. Aber warum liegt da immer so viel Stein in dem Weg? Ah, nee, sorry, sollte ja positiv, sorry, also nochmal. Alles ist prima. Supidupi, der Weg ist das Ziel. Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Aber was ist jetzt, wenn da so ein Stein so voll groß ist? Ja, so 15 Meter hoch, hast du keine Hammer oder sonst was? Also, ja. Naja, aber alles ist prima. Supidupi. Der Weg ist das Ziel. Das Gute kommt zu denen, die abwarten. Ach, das ist doch Bullshit. Ich will was machen, kreieren, erschaffen. Aber, okay, alles ist prima. Supidupi, der Weg ist das Ziel. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für die Welt. Ja, es jetzt doch machen. Ja gut, dann machen wir jetzt was. Lasst uns singen.
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle meines Körpers ist froh. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle meines Körpers. Gott, mir kommt gleich das Kotzen rein. Aber alles ist prima. Supidupi. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel, ist übrigens von Konfuzius. Der hat zum Beispiel auch noch gesagt, Essen und Beischlaf sind die beiden größten Begierden des Mannes. Das fand ich nur irgendwie interessant, aber immer noch ist alles prima. Supidupi. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ja gut, dann versuche ich jetzt einfach mal was Positives von mir zu sagen. Also von mir jetzt nicht zitiert oder so. Also eigentlich ist ja alles ganz einfach. Es gibt Dinge, die du magst. Und es gibt Dinge, die du nicht magst. Ein Hausboot zum Beispiel. Viele mögen das, du nicht. Ist ja okay, dann kaufst du dir halt keins. Und es gibt dann auch was, was du gerne machst. Masturbieren zum Beispiel, magst du. Ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Da gucken jetzt wieder alle so komisch, aber es ist jetzt halt so. Naja, und dann gibt es halt Menschen, mit denen du nichts anfangen kannst. Und Menschen, die du magst. Alles ganz einfach. Nazi? Nö. Mörder? Nö. Vorstadtchef? Nö. Dein Nachbar? Ja. Der andere? Nö. Dein Bäcker? Ja. Dein Trafikant? Ja. Dein entfernter Cousin? Ja, okay. Der Brillenverkäufer? Ist mir egal, ich habe keine Brille. Der Dönermann? Ja. Slammer, die Swag und Jolo ihren Texten sagen, nur um damit Aufmerksamkeit zu bekommen? Nö. Ja, jetzt habe ich es ja auch gesagt. Naja, egal, aber abschließend kann man sagen, jetzt ich, wenn du halt das machst, was dir gefällt und die Dinge hast, die du magst und dich mit den Menschen umgibst, die du nett findest, dann kann es dir eigentlich gar nicht so schlecht gehen. Ja gut, weiß jetzt ja auch nicht. War das jetzt positiv? Ja? Okay, danke. Oh, Sama, mit so ziemlich genau 5 Minuten, obwohl wir hier bei uns ja ein bisschen mehr Zeit haben. Bei uns haben die Poeten und Poetinnen nämlich bis zu maximal 7 Minuten Zeit, aber das war gerade noch deutlich unter der Zeit. Wir brauchen das Sprechermikro übrigens noch ein bisschen lauter, wurde mir gerade gesagt. Bitte, denn die Band hört die Menschen nicht. Das ist ausgesprochen unhilfreich, wenn sie dazu musizieren sollen. So, wir brauchen eine erste Wertung. Ganz genau. Für den eben gehörten Text. Ich werde jetzt wieder runterzählen von 3, gemeinsam mit Jonas. Und dann möchte ich bitte alle 7 Tafeln in der Höhe sehen. Und zwar die Wertung für Osamas positiven Text. Bitte bei 3, bei 2, bei 1 und gleichzeitig bitte. Bams. Ich beginne ganz unten mit einer 6. Die wird gestrichen. Aber da ist noch eine zweite 6, die bleibt. Ich gehe etwas hoch auf eine 7, ich bleibe auf einer 7, ich komme auf eine dritte 7, gehe noch ein bisschen höher auf die 8 und schließe mit einer zweiten 8. So, während Jonas jetzt munter zusammenzählt, sage ich euch, dass das die Wertung ist, an der ich euch den Rest des Abends orientieren dürft. Das davor war eine Probewertung, jetzt gilt's. Wir haben 35 Punkte für Osama, bitte Applaus für den Poeten, nicht für die Wertung. Das ist auch, die Wertung ist von daher auch eh okay, weil es eure Meinung ist, aber ihr seid anscheinend auch eine kritische Jury, das macht ja nichts, wir hören sowieso jeden heute noch 2-mal, das heißt auch Osama kann vielleicht noch euch mehr als eine 7 abknüpfen, davon bin ich überzeugt. In der Tat. Machen wir weiter. Kommen wir zur zweiten Poetin, die hier steht, und zwar jemand, der anscheinend auch ihn mitgebracht hat, ich habe ein Juhu gehört. Ich freue mich auch. Ach, das war da. Auch gut. Wir freuen uns trotzdem. Der Poet, der gerade auf der Bühne stand, als es so laut jetzt, deswegen gehe ich, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Super.
Osama war beim ersten Jazzslam übrigens da im März. Die Frau, die jetzt zu uns auf die Bühne kommt, war beim zweiten Jazzslam da. Und sie ist eine Allesmacherin. Sie steht irgendwie ständig auf Bühnen und davor und macht mit Leuten etwas, spielt auch oder unterhält sehr gerne und arbeitet gerne mit Kindern. Deswegen ist sie auch sonnenverbrannt, weil sie mit denen in der Sonne war. Das hat sie jetzt aber heute verdeckt. Bitte begrüßt mit uns auf dieser Bühne die wundervolle, die einzigartige Adina! Geil, hier zu sein. Ja, Sonnenbrand, okay, darum geht es jetzt nicht. Auch nicht um meine pädagogischen wertvollen Ansätze. Die mache ich nur untertags, nachts nicht. Okay, ich würde sagen, ihr fangt an. Ich mache dann weiter. Ich schüttle mir den Staub von den Füßen. Die Nacht am Holzofen war gepaart mit rußbedeckten, schweren Augenlidern. Vor mir im Traum tanzten noch die aschbestäubten Elfen auf und wieder auf Wolken gleich, setzten sie zum Paartanz an. Den Muskelkater schieb ich dann auf den Rausch der letzten Nacht. Der Boden fühlt sich Kälte an. Als noch zu Es war einmal. Der Boden fühlt sich mit Schwere. Wann war das Happy End so banal? Die Frage ist so glasklar, formt sich in ihr mein Gesicht. Wo ist mein kleines Ich bin ich? Ist der Holzofen wirklich mein Platz? Was soll der ganze Krach? In welchen Betten bin ich schon wieder aufgewacht? Find die Schlaflosigkeit im 100-jährigen Powernap. Zur Ruhe in der Rastlosen wird schon alles gut, App. Doch was wird gut? Der Schuh drückt und zwickt seit Jahren. Der Prinz kann mich nicht mehr auf Händen tragen. Hab zugenommen, zugelegt, zurückgelegt. Ad acta wandern meine Unterlagen zum Lebensabschnitt Identitätensuchbestatter. Gestatten, Adina. Ein Jahr. Lerne laufen und brabbel von der großen weiten Welt, die mir noch ein Fremdwort ist. Gestatten, Adina. 10 Jahre. Sammle Mäusekot auf der Schultoilette und verfüttere sie an die Tauben im Park. Bestatten, Adina, 20 Jahre, mit einem Fuß im Grab Identitätensuche. Begatten, Adina, 30 Jahre, unter der Haube betriebsblind geworden. Nein! Einbahn, Scheuklappen, Sitz ist nicht richtig, vergaloppier mich im Land ohne Rückkehr. Wiederkehrt die Frage, ist das mein Platz, ist das mein Ort, wann macht das Leben mal Rast? Müsste ich nicht von hier fort? Ich komm nicht an bei mir. Ich komm nicht an in hier. Ich komm nicht an mich ran. Ich komm nicht an. Oh Mann! Der Schuh drückt und zwickt seit Jahren. Blutet dann. Das Alter hat seine Schuldigkeit getan. Find nicht das kleine Ich bin ich. So gebe ich jedem die Vorfahrt, denn mein Wunsch ist nachrangig geworden. Sag zu meinen Vorfahren, hey, ich weiß, du bist gestorben, aber kannst du mir eines sagen, wie war das nochmal mit seinem Platz finden, Spuren für die Nachkommenden zu hinterlassen? Sie scharen schon in den Startlöchern und ich habe nichts vorzuweisen außer Schuhe, die mir zu klein sind. Widerwillig fällt mein Blick auf meine Schuhe, die zu mir in glasklaren Facetten sprechen.
Gru, gru, rucke die Gu, Blut ist im Schuh, Schuh ist zu klein, barfuß soll dein Leben sein. So nimm dein Fuß in die Hand und setze dann die ersten mutigen Schritte, doch bitte richte nicht noch mehr Chaos an. Genug Sohlen beritten, genug Schuhe zerrissen, genug in Fußbetten verschlafen, genug in Schuhbänder Knoten verfangen. Kru, kru, rucke die Gu, dein Blut kocht im Schuh. Zögerlich ziehe ich den ersten aus. Er ist mir so vertraut. Alles bisher Geschehene, Erlebte zeichnet sich in der geschundenen Fußsohlenhaut ab. Langsam schäle ich meinen Fuß nach außen wie aus einer zweiten Haut. Draußen das erste Mal atmet auf, streckt sich, reckt sich, findet sich selbst nicht mehr eckig, spreizt und reizt die geschundene Fußsohlenhaut, traut sich die ersten Schritte mit Vorsicht zu setzen. Und ja, verletzen werde ich mich hin und wieder. Den Preis der Freiheit bezahle ich freizügig, und zwar barfußig. So tapse ich bereitwillig auf zu nassen Wiesen, auf zu heißen Sandstränden, auf zu groben Steinklippen, auf zu kalten Eisflächen, denn so fühlt sich das wahre Leben an. Barfuß durch den Park und noch viel, viel weiter. Ich schüttle mir den Staub von den Füßen. Sie hinterlassen Spuren für die Nachfolgenden. Hör sie von hinten schon lauthals grüßen, und ich weiß, ich bin aufgewacht, bin nun nicht mehr eine der Träumenden. Hör, wie das Schicksal leise auflacht und mit Sand meine Spuren in den Strand zeichnet und gläserne Schuhe im offenen Meer beseitigt. Denn die Freiheit, ihr Kuss, zeigt sich barfuß. Dankeschön. Adina. So, liebe Jury, bitte geht in euch und blättert fleißig, denn wir warten gespannt auf eure Wertung für Adinas Text. Bitte gleichzeitig in die Höhe bei 3, bei 2, bei 1 und gleichzeitig in die Höhe, bitte. Boom. Ich beginne ganz unten mit einer 6, die wird gestrichen. Und dann gehe ich hoch auf eine 8, ich bleibe auf einer 8, ich bleibe auf einer dritten 8, ich bleibe auch auf einer vierten 8. Ich gehe ein bisschen höher auf die 9 und ich schließe mit der ersten 10. Das gibt einen extra Applaus, bitte. Sehr, sehr schön. Das macht insgesamt 41 Punkte für Adina. Einen Applaus für die Poetin, nicht für die Wertung. Als nächstes begrüßen wir einen jungen Mann auf dieser Bühne, dessen Künstlername Vogelgeräuschen erschreckend ähnlich ist. Er ist ein heiterer Geselle und wir freuen uns jedes Mal, wenn er uns ereilt. Bitte holt ihn herbei mit Lärm, Liebe und Applaus. Hier ist für euch Mriri! Erstmal einen exquisiten Gruß meinerseits. Freut mich, euch kennenzulernen. Mein Name ist Robin, mein Künstlername ist. Schreibt man M-R-I-R-I. Ich bin 21 Jahre alt, ich studiere ab Oktober Sprachkunst an der Angewandten.
Ich würde gerne so hardcore studieren, aber ich singe nicht so gut in der Gruppe. Hardcore. Ja, so wie zum Thema Sprachkunst. Wie dem auch sei, ich freue mich heute sehr, wieder mit den Gentlemen hinter mir irgendwelche Dinge zu machen. Also ich war beim ersten Mal dabei, ich habe mich danach immer auf der offenen Liste gemeldet, ich bin nie gezogen worden, heute ist es endlich wieder mal soweit. Ja, wir haben das letzte Mal so gemacht, wir haben das voll spontan gemacht. Also ich bin zu denen gekommen, habe gesagt, hey Leute, ich mache kurze Texte, zwischendurch ein paar Witze. Mach mal, haben die dann gesagt. Und ja, so ist es auch heute. Also ich hoffe, ihr seid bereit. Auch mal. Wunderbar. Für den ersten Text hätte ich bitte gerne eine meditative Untermalung, also irgend so meditativ nachdenklich. Es geht um Selbstreflexion in dem Text. Ich hätte eigentlich keine Hände haben müssen. Ich hätte eigentlich weder Beine, Brust noch Kopf haben müssen. Ich hätte nicht einmal einen organischen Körper haben müssen. Überhaupt nichts, das mich auf irgendeine Art definiert. Und schon gar nicht meinen Bleistift, um einen besseren Text schreiben zu können als diesen hier. Was? Nächster Text. Läuft. Ja, der nächste Text handelt von meiner zweiten Erfahrung mit der Liebe. Ich habe den Text dieser Person gewidmet. Er trägt den Titel Dein Ohr. Oder auch, wärst du eine Blume, hätte ich dir diesen Text nicht gewidmet. Logisch. Ja, für diesen Text ich würde gerne anfangs eine eher romantische, zärtliche Untermalung und dann jetzt immer schneller mit dem Text und dann gehen wir Vollgas. Schön. Dein Ohr hörst meinen Fuß. Mein Fuß spürt deine Hand. Deine Hand ruft mein Ohr. Mein Ohr hört deinen Mund. Dein Mund spürt meine Hand. Meine Hand spürt dein Haar. Dein Haar spürt nichts. Magischer Moment. Ist ein Element. Ja, Extract ist so ein kleines Sprachspiel. Also ein bisschen seltsam, ein bisschen weird, dennoch episch. Man munkelt vom epischesten Sprachspiel, das ich hier geschrieben habe. Und ja, für dieses Sprachspiel hätte ich gerne so eine abgespaced. Also irgendwas abgespacedes, aber dennoch ruhig. Mach mal. Leute, man muss mich auch verstehen. Yes, we can. Ja, wir dürfen. We all can. Wir Weltraumdosen. But I can't. Aber ich can't. I cannot. Ich dose nicht. Danke für dieses Geräusch. Auch an euch. Ja, an dieser Stelle ein kleiner Witz. Bist du bereit? Ihr kennt es vom letzten Mal. Was unterscheidet Wind- und Luftblase? Das war schon die Pointe. Also Wind- und Luftblase? Also eine Luft, die geblasen wird? Ja. Toller Witz. Nächster Text. Hat jemand Bock auf experimentelle Lyrik? Ein paar Leute haben Bock. Das ist ausgesprochen viel für experimentelle Lyrik. Der Text trägt den Titel Verendendes Gedicht oder auch Missgeburt.
ist ein bisschen schwer mit der Atmung hinzukriegen. Ich hoffe, ich schaffe das. Das ist heute das erste Mal, das ist den Vortrag. Und ich hätte bitte gerne irgendetwas Schieres. Elendiges. Das ist schier. Meine Brust hat eine Brust. Meine Beine haben Beine. Meine Zehen haben Zehen. Meine Arme haben Arme. Meine Nägel haben Nägel. Meine Ohren haben Ohren. Mein Kopf hat einen Kopf. Meine Nasen haben Löcher. Deren Blut vermisst Blut. Mein Atem verliert Atem. Mein Mund raucht seine Zunge. Ja, das war's auch schon. Wollte ich mal loswerden. Dankeschön. Ja, eine kurze Werbeunterbrechung. Könntest du so Teleshop-Untermalung machen? So? Teleshop. So verkaufst du ein bisschen einen kleinen Jingle. Okay, okay. Ein Satz nur, ein Satz. Füße. Reich an Vitamin C. Wir sollten auf Tour gehen, Leute. Das ist Hammer. Ja, letzter Text meinerseits. Bitte eine Sonntagsnachmittagsstimmung. Und es kommt noch am Schluss ein Klavier vor. Da brauche ich dann euren spontanen Einsatz. Also ein kleines Mini-Drama. Sonntagnachmittag. Person 1 geht auf der Straße spazieren. Person 2 bittet Person 1, den Spaziergang am Gehsteig fortzusetzen. Person 1 beschließt, dem Folge zu leisten, dennoch etwas provokant dabei zu schimpfen. Person 2, nicht in diesen Ton, mein Lieber. Person 1 wird unerwarteterweise, also unerwartet für euch, ich kenne das ja schon, Person 1 wird unerwarteterweise von einem Klavier erschlagen. Nice. Ja, die Welt ist voller Humor. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Das war Riri für euch, der durchaus ein bisschen die Zeit überzogen hat heute. Aber das ist euch geschuldet, wenn ihr zwischendurch klatschen möchtet. Dann können wir auch nichts machen. Sprachkunststudium völlig zurecht. Wir brauchen wieder eine Wertung. Für Riris eben gehörte Texte. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, euch zu entscheiden. Was übrigens sehr, sehr schön ist heute, ist, dass wir ein völlig ausgewogenes Slammerfeld haben. Wir haben 3 Frauen und 3 Männer. Das finden wir beide supi-dupi und prima übrigens auch. Und all das. Der Weg führte zum Ziel. Ja, genau. So, kommen wir zur Wertung. Und zwar eure Wertung für Mriris eben gehört Texte bitte bei 3, bei 2, bei 1 und gleichzeitig in die Höhe. Ich beginne mit einer 6, die gestrichen wird. Ich gehe hoch auf eine 7, ich bleibe auf einer 7. Es kommt eine dritte 7 und eine vierte 7. Ich gehe etwas hoch auf eine 8. Und schließe mit einer zweiten 8. Und ich bin mir ziemlich sicher, das sind 36. 36 Punkte. Einen Applaus für den Poeten, und nicht für die Wertung. So, die Dame, die als nächstes uns auf die Bühne kommt, ist diejenige, die sich mit Miriri bei dem ersten Blitzlichtgewitter den Sieg teilen durfte. Sie ist vieles, sie ist Rapperin, sie ist Slammasterin, sie ist Reisepoetin und schreibt außerdem auch noch ganz viele andere schöne Sachen. Wir kennen sie auch als Jasmo oder Miss Lied, aber heute tritt sie auf unter dem Namen Jasmin Hafez! Einen schönen guten Abend. Ich habe einen Text mitgebracht, zu dem ich noch 2 Sachen sagen muss.
Zum einen kennt ihr Mosdef? Gut. Der nennt sich jetzt auch Yasin Bey, aber in diesem Text wird er noch als Mosdef bezeichnet. Das ist ein unglaublich großartiger Rapper aus Amerika, aus Brooklyn. Und hat auch mit Blackstar und Talib Kweli Sachen gemacht und ist ganz toll. Und ich mag ihn sehr gerne. James Franco kennt ihr auch. Den mag ich auch. genau, und wir hatten auf der Uni mal eine Aktion, wo man so Bücher mitgebracht hat, also quasi gegen Analphabetismus. Und da war so ein Infostand und man hat halt einfach irgendwelche alten Bücher, die man eh nicht mehr liest, mitgebracht und den Leuten geschenkt, und damit die sich informieren und so weiter und so fort. Und dann ist einer an mir vorbeigegangen, der wollte ich ein Buch schenken, und sie hat gemeint, nein, will ich nicht, und ich meine, das ist gratis, ne? Und sie, aber ich lese keine Bücher. Und dann dachte ich schon, ja cool, vielleicht eine Analphabetin kann, ne? Nein. Sie hat dann gesagt, ich habe dann gefragt, warum nicht? Und sie hat dann gemeint, ja, Bücher sind voll scheiße, da muss man sich immer urviel vorstellen, ich schaue lieber Filme. Und für sie habe ich diesen Text geschrieben. Oh Welt, ich sitze in meinem Zimmer und stelle mir die Zukunft vor. Ich sehe mich bei meiner Diplomfeier, wo ich vollkommen überfordert schreie, nennt mich Frau Magister, nennt mich Frau Magister. Oder wie ich die Diplomarbeit nicht rechtzeitig abgebe und nochmal mit einem Bachelorstudium anfangen kann. Oder wie ich mein Studium abbreche, weil ich mit Mosdef durchbrenne und wir ganz viele kleine MCs kriegen. Oder wie ich mich kurz vor Ende meines Studiums entscheide, alles hinzuwerfen und ein Filmstudium an der NYU beginne. Oder ich einfach so weitermache. Ich sitze in meinem Zimmer und stelle mir die Zukunft vor und ich sehe, wie ich endlich dieses Hilfsjahr, das ich schon doch schon so lange machen wollte, beim Roten Kreuz in Uganda mache. Ich sehe, wie ich eine UNO-Botschafterin werde und mit der Queen Tea und Scones zu mir nehme und wir uns danach betrinken und ich ihre Perlenkette klaue, weil sie schläft, weil sie schon so viel gesoffen hat. Ich sehe, wie ich festgenommen werde, weil ich HC Strache erschossen habe und wie alle mir Messer von Mieze Medusa auf den Index stellen, weil ich das kurz davor gelesen habe. Ich sehe, wie ich mich mit 50 entscheide, mein Leben radikal zu verändern und auf eine Farm in Australien ziehe und Kängurus züchte. Und die Kängurus nenne ich dann Max und Moritz, und dann fahre ich in die Stadt, um Kängurufutter zu kaufen, und stelle fest, dass es in Sydney keinen P. Sherman und auch keine Wallaby Street 42 gibt. Und dann schaue ich mit meinen Kängurus Findet Nemo, weil ich mir sicher bin, dass in dem Film die Wallaby Street ist. Und sie ist dort. Ich sehe, wie ich in Las Vegas zuerst bei einem einarmigen Banditen $5 gewinne und dann spielsüchtig werde und all mein Hab und Gut verliere und den Rest meines Lebens auf den Straßen von Las Vegas als Cracknutte verbringe. Ich sehe, wie mir die Stadt Wien einen Ehrenpreis für den besten Wien-Werbespruch verleiht. Der und die Scham in Wien. Und die Feministinnen finden es ganz toll, weil sie glauben, dass ich gegendert habe, was vollkommener Blödsinn ist, aber bitte. Ich sehe, wie ich meiner Tochter das mit den Bienen und Blüten und Kondomen erkläre und sie mir entgegnet, ja, ja, Mama, aber HIV gibt's ja nicht mehr und ich bin seit 3 Jahren schon sexuell aktiv. Überhaupt, ich sehe, wie mich jemand Mama nennt und es fühlt sich nicht richtig an. Ich sehe, wie meine Enkel zu mir kommen und ihre Eltern noch nicht wissen, dass sie rauchen, aber bei mir können sie ruhig rauchen und wenn sie gehen, kriegen sie ganz klebrige Zuckerln, damit es die Eltern nicht riechen. Ich sehe, wie ich vielleicht doch noch meinen Pilotenschein mache und ganz viel herumfliegen werde. Ich sehe, wie Christoph Waltz die Oscars moderiert und es alle voll scheiße finden, weil es so gespielt rüberkommt. Ich sehe, wie die ersten Aliens auf die Erde kommen und First Contact machen und die Erde wird in eine Föderation eingeladen und Captain Jean-Luc Picard wird Kaiser von Österreich. Ich sehe, wie die Kastelroter Spatzen bei der Inauguration vom ersten nicht-amerikanischen US-Präsidenten singen und Arnold Schwarzenegger tanzt ganz viel und sagt dann, thank you. Ich sehe, wie es endlich egal wird, welches Geschlecht man hat und mit welchem Geschlecht man zusammen sein möchte. Ich sehe, wie ich mit Mosdef ein Album mache, nachdem wir schon 2 Kinder haben und in New York leben, in einem Loft in Brooklyn. Und ich nebenbei Film an der NYU studiere und eine Affäre mit meinem Professor James Franco anfange. Oh Welt, ich sitze in meinem Zimmer und stelle mir die Zukunft vor. Ich sehe, wie Zeus sein Comeback feiert und Griechenland rettet. Ich sehe Künstler, die davon leben können, Kunst zu machen. Ich sehe, wie ich mit Mosdef zur Premiere von The Fast and the Furious 74 gehe. Ich sehe, wie ich bei einem Autounfall ums Leben komme. Ich sehe, wie ich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben komme. Ich sehe, wie ich wegen einer Überdosis ums Leben komme. Kommt drauf an, ob ich den Flugschein noch mache oder ob ich nach Las Vegas gehe und drogenabhängig werde oder ob ich an Atemnot sterbe, weil ich schon so viele Löcher in die Luft gestarrt habe, dass da fast keine Luft mehr ist. Oh Welt, ich sitze in meinem Zimmer. Es ist Juli. Draußen regnet es. Zumindest in Wien oder Basel oder New York, wo mir meine Tochter erzählt, dass sie schon sexuell aktiv ist und ihr Vater Mosdef ist. Oder James Franco.
Oh Welt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das bist du. Und du siehst was, was ich nicht sehe, und das bin ich. Ich sitze in meinem Zimmer und denke an längst vergangene Zeiten, an den ersten Liebeskummer, den ersten Fünfer in Mathe, die ersten Tage, wo ich die Macht von Hormonen erkannte, zum ersten Mal in eine fremde Stadt bei Tee, verbauten Banlieues, Prachtbauten oder Sandspuren, der erste Rausch, das erste Kotzen, das erste Mal sich nicht erinnern können, was passiert ist, das erste Mal, wo man gesagt hat, dass es das letzte Mal Alkohol war. Ich sitze da und stelle mir vor oder erinnere mich. Aber eigentlich mache ich gerade nichts. Draußen, da bellt ein Hund und es stirbt ein Kind. Draußen kauft jemand Crack und ein anderer singt. Draußen spielt China immer noch Brainwash und Nordkorea spielt mit. Draußen regnet es oder schneit oder doch Sonnenschein, aber all das ohne mich. Draußen, da werden Häuser gebaut, Mauern gebaut und wieder abgerissen. Draußen ist das, was ich Welt nenne, ohne es zu wissen. Oh Welt, ich sitze in meinem Zimmer und stelle mir vor oder erinnere mich. Aber eigentlich weiß ich, tue ich gerade nichts. Ich könnte ein Flugzeug kidnappen und fliegen lernen und damit nach New York fliegen, wie man das so macht, wenn man ein Flugzeug kidnappt, genauso wie man in Österreich sehr viel im Keller macht. Ich könnte dann in New York Mos Def suchen und nach Las Vegas fahren und währenddem ich schon schwanger bin, Crack nehmen und dann eine Fehlgeburt haben und dann Cracknutte werden und dann käme James Franco und würde einen Film drüber drehen, den er dann bei Sundance und Cannes einreichen würde und im Endeffekt würde der Film dann auch von der Academy nominiert werden und dann würde Christoph Waltz moderieren und es wäre ganz, ganz furchtbar und ich würde plötzlich wieder schwanger sein, who knows von wem, und dann würde ich ein Känguru bekommen und damit nach Sydney ziehen und Nemo finden und Dory auch und Arnold Schwarzenegger würde als US-Präsident die ganze Welt einnehmen und ich sitze in meinem Zimmer und stelle mir Sachen vor oder erinnere mich nicht oder erinnere mich. Es ist gerade so viel passiert, hier drin, nur draußen halt nicht. Vielen Dank fürs Zuhören. Jasmin Hafeck. Bevor wir zur nächsten Wertung kommen, gibt es noch zwei kleine Dinge. Und zwar an die Menschen, die da hinten vielleicht noch irgendwo frivol rumtanzen. Ihr dürft auch gerne zu uns kommen. Wenn ihr euch lauter unterhalten möchtet, dann tut das doch vielleicht unten im Hof. Man hört euch ganz penetrant laut hier vorne. Vielen Dank. Das Zweite an die Menschen, die hier vorne an den Bildern oder an den Bildern stehen. Wir wurden gerade gebeten zu sagen, dass ihr doch aufpassen möget, weil die Bilder können kaputt gehen. Tatsächlich sind nicht aus Gold oder Titan, sondern aus Glas und Plastik und Papier und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Also einfach vorsichtig sein, wenn ihr in den Wänden seid und nachher wieder alle rausströmt. Das ist alles sehr viel wert. So, kommen wir zur nächsten Wertung. Genau. So, die Wertung für den eben gehörten Text. Bitte bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig in die Höhe. Ich erkenne, dass Menschen nicht wissen, was gleichzeitig heißt, aber das ist okay. Ich beginne auf einer 7. Die wird gestrichen. Ich bleibe auf einer zweiten 7, die bleibt. Eine dritte 7, dann gehe ich hoch auf eine 8, gehe noch ein bisschen höher auf eine 9, bleibe auf der 9 und schließe mit einer dritten 9. Yeah. Und das sind 40 Punkte. Einen Applaus für die Poetin, nicht für die Wertung. Und wir machen nahtlos weiter. Wir machen schnurstracks weiter. Die nächste Dame, die auf dieser Bühne erscheinen wird, ist angereist aus Graz. Sie ist die Gewinnerin der April-Ausgabe. April-Ausgabe des Blitzdichtgewitters. Bitte tragt sie herbei mit Lärm, Liebe und Applaus. Hier ist für euch aus Graz Christine Teichmann. Wahnsinnig aufgeregt. Ich war beim ersten Jazzslam wahnsinnig aufgeregt. Ich dachte, das legt sich, es wird schlimmer. Ich habe einen Text mitgebracht, der hat einen Titel, er heißt Syrien. Leider kann er auch ganz viele andere Titel haben. Und er hat zwei mögliche Enden.
und ich die naive Vorstellung, dass man den Wahrheitsgehalt über sein Wahlverhalten beeinflussen kann. Und sie nehmen dir alles. Dein Haus, deinen Beruf, deine Freunde, deine Orientierung, deine Sprache. Und deine Würde ist nicht das Letzte, das sie dir nehmen. Deine Würde ist das Erste. Und du stehst in der Schlange. Du stehst in der Schlange um deine Papiere. Du stehst in der Schlange an der Grenze. Du stehst in der Schlange am Lagereingang. Du stehst in der Schlange bei der Deckenausgabe. Du stehst bei der Essensausgabe. Du stehst bei der Medikamentenausgabe. Aber es sind nicht genug Medikamente da und es sind nicht genug Decken da und es ist nicht genug Essen da. Und du veränderst dich. Du verlierst deine Zurückhaltung. Du verlierst deine Rücksichtnahme. Du verlierst dich. Und deine Kinder werden zu fremden Tieren, die viel schneller lernen als du. Und weil es keine Schule für sie gibt, lernen sie die Gesetze der Lagerstraße. Und am Abend bettelst du sie um ein Stück Brot an, wo du doch für sie sorgen solltest. Und du warst Arbeiter und Bauer und Ingenieur und Lehrer und Anwalt und Arzt. Und jetzt bist du dieses letzte aller Wesen, ein Flüchtling, den niemand haben will. Und du verkaufst alles, um übers Meer zu kommen. Nur deine Würde, die verkaufst du nicht. Denn deine Würde war das Erste. Und sie fischen dich aus dem Meer und du versuchst nicht an die Toten zu denken, die sie nicht fischen konnten oder fischen wollten, die Menschenfischer am Strand von Lampedusa. Du hast Glück. Oh Mensch, hast du Glück. Irgendwie bist du in einem der reichsten Länder der Welt gelandet. Hier wird endlich alles gut. Du kannst wieder leben, du kannst wieder arbeiten. Du kannst für deine Familie sorgen. Du kannst den Krieg und die Bomben und den Hunger und die Folter und den Verrat vergessen. Sie empfangen dich mit offenen Armen. Sie geben dir einen Platz, weil sie wissen, dass du alles, alles, was du bekommst, zweifach und fünffach und zehnfach zurückzahlen wirst, wenn du nur diese eine Chance bekommst. Und ein wenig Zeit, um zu heilen. Du hast Glück. Oh Mensch, hast du Glück. Irgendwie bist du in einem der reichsten Länder der Welt gelandet. Du glaubst, hier wird endlich alles gut. Du kannst wieder leben und arbeiten. Du kannst für deine Familie sorgen. Du kannst den Krieg und die Bomben und den Hunger und die Folter und den Verrat vergessen. Sie empfangen dich mit verschränkten Armen. Und sie geben dir keinen Platz, weil sie wissen, dass du alles, alles, was du bekommst, nicht verdient hast. Dass du es nie zurückzahlen wirst. Und sie geben dir nicht einmal ein bisschen Zeit, um zu heilen. Und ganz unten, in diesem Plastiksackerl, das alles beinhaltet, was du noch hast. Ganz unten kramst du noch einmal nach deinem letzten bisschen Würde und hältst sie auf offener Hand. Und wenn du ganz viel Glück hast, darfst du Augustin-Verkäufer werden und am Eingang des Supermarkts stehen und jedem deine Würde zum Kauf anbieten, um 2,50 Euro. Danke.
Christine Teichmann, meine Damen und Herren. Mit etwas mehr als 5 Minuten. Dein Applaus. Ist geil. Sehr geil. So, wir machen weiter. Wir holen nun gleich die Wertung ein. Bitte blättert, geht in euch. Und wir zählen wieder runter. Eure Wertung für Christines eben gehörten Text. Bitte bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig in die Höhe. Ich beginne mit einer 8. Die wird gestrichen. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Es gibt eine zweite 8. Die bleibt. Ich gehe hoch auf eine 9. Und ich schließe mit einer 10, einer 10, einer 10 und noch einer 10. Das macht 47 Punkte, ist die bisherige Höchstwertung. Trotzdem ein Applaus für die Poetin, nicht für die Wertung. Aber in dem Fall darf man gern für beides applaudieren. Ja, das war ein Brett so. Das, bitte? Das war ein Brett. Ja. Also das da, wo ich herkomme, auch wenn ich nicht genau weiß, wo das ist, ist das, das ist was ein Gutes. Brett. Also ja, Brett ja, grundsätzlich ist eh, gut. Ist eh klar. Ist eh klar. Ja, wir sind gut. Beide Piefke, ich weiß, was du meinst. So, wir haben ja gesagt, es wird ein paar Zehner geben. Wir kommen zum letzten Poeten vor der Pause. Nachdem wird die Reihenfolge nochmal umgedreht. Das heißt, wir hören alle nochmal, aber in der anderen Reihenfolge. Der letzte dieser Vorrunde ist jemand, der den letzten Jazz-Slam gewonnen hat. Er ist aus Linz. Er ist, wie ich schon mal gesagt habe, der wahrscheinlich beste und sexyste Aftershow-Mensch überhaupt. Also wenn man mit ihm irgendwo tanzen geht, dann verliert man, weil er dann einfach irgendwie Breakdance und Helikopter. Tanzt du denn bitte? Tanz mal mit Sevi, Alter. Also ich kann tanzen, aber das sieht besser aus. Naja, jedenfalls, genug davon. Wir wissen nicht, wir wissen schon, dass er auch was auf der Bühne machen kann. Jetzt soll er nicht tanzen, er soll für euch einen Text performen. Bitte begrüßt ihn mit einem riesigen Applaus. Hier für euch aus Linz ist Sevi! Hi. Die sind so deppert. ich möchte mich mal entschuldigen dafür. Ich passe kleidungstechnisch nicht zum Rest. Ich möchte mich entschuldigen dafür, da leichtes Licht ja hin. Das soll da von meiner Glotzen ablenken. Das ist ganz gut. In meinem Text geht es um Niederlagen. Und ich finde, das ist ein schönes Thema, weil mit dem kennen wir es in Österreich ganz gut aus. Und so ähnlich wird der Text da sein. Er heißt, Niederlagen lassen uns wachsen. Ich habe mich schon oft gefragt, woran wir Menschen im Leben wachsen. Manchmal denke ich, es sind Niederlagen, wenn sie uns im Traume an den Lidern nagen und uns nicht das Gefühl geben zu sagen, diese Chance werde ich nie mehr wagen, sondern uns bestärken, wo wir Musiker in Liedern klagen und wir uns deswegen immer wieder fragen, was wäre, wenn. Was wäre, wenn ich der Jacqueline damals diesen Liebesbrief nicht geschrieben hätte, der da hieß, oh Baby, lass es endlich passieren. Ich würde mich folgendes in dich rein integrieren. Du bist der heilige Gral, ich der große Gefühlevermittler, dein süßes Damenbärtchen sieht aus wie der von Hitler. Aber es ist so passiert. Handlungen haben Konsequenzen. Da hilft kein Zurückblicken. Und da helfen mir auch keine Lebensweisheiten wie weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil es so schön war. Das ist aber nicht schön, wenn das die Freundin nach 20 Sekunden Sex ins Ohr flüstert. Allerdings ist es eins dieser Dinge, die so einfältig und einsilbig sind, obwohl einsilbig auch dreisilbig ist. Und besagte Ex-Freundin war auch weit weg von Dreifaltigkeit. Das waren eher so an die 700 Falten. Nachts, wenn sie schlief, hatte ich oft das Verlangen, das Bügeleisen unterm Bett hervorzukramen.
Jahre später, nachdem wir uns trennten, sah ich sie noch allein auf der Busstation. Man sah von Weitem schon ihre Frustration und karge Gesichtszüge zeigten, sie verspüre ihre Lust statt Hohn, bekäme als Geschenk gerne einen Kuss als Lohn. Am Abend, als wir uns kennenlernten und wir uns lange anstarrten, hat sie gesagt, in nur einer Minute habe ich erkannt, dass du als großer Fantast standhaftig gespannt hast, dass ein Stammgast bei Spokam passt, weil der kann das, was er macht. Anstatt krankhaft sich brandmarkt als Typ, dem der Kamm passt und den als Starkast im Sandkasten alle anfassten. Ich vermutete, der Sandkasten war als Metapher für den Fernseher gedacht. Ich wunderte mich über die sehr männliche Stimme dieser hübschen Frau, aber ich wusste, wir beide wuchsen ein bisschen. Sei mal nicht so oberflächlich, hat sie ständig gesagt. Gut, sei mal nicht so oberflächlich, habe ich mir gedacht. Engagier dich mal für die Gesellschaft. Na, da kam mir dieses Kind gerade gelegen. Na, der hat blöde geguckt, als ich mit meinem Gänseblümchenkostüm verkleidet auf ihn zulief, ihn auf beide Wangen küsste, über seine Glatze streichelte und sagte, Friede sei mit dir und mit deinem Geiste. Nach 2 Sekunden war es vorbei mit Blödgucken und hat meine reingewürgt. Aus Reflex, wie der Polizeispieler sagte. Na, das muss aber ein nervöser Reflex gewesen sein. Immerhin hat er 80 Mal auf mich eingeschlagen. Der war nicht oberflächlich, der war gründlich. Unterkriegen ließ ich mich dadurch aber nicht. Allerdings änderte ich meine Strategie ein bisschen. Dem nächsten Glatzkopf, der mir entgegenlief, rief ich aus gesicherter Entfernung zu. Hey, Buddy! Schicke Sommerfrisur! Arschloch, ich hab Leukämie! Fettnäpfchen sind die Urväter von Niederlagen. Sie führen mich oft diesen Pfad entlang. Und danach verspüre ich diesen Tatendrang. Nehme vom Boden meinen Spaten dann, hole dabei weit aus und halte dabei den Atem an, so wie Prominente bei peinlichen Fragen in Interviews. Ich sing stattdessen in Gedanken einen Winterblues, denn ich stecke immer noch in meinen Kinderschuhen, obwohl ich innerlich gefühlt wie 70 bin. Und mit der nächsten Aussage vielleicht etwas diebisch klingen und zurückgelehnt ganz friedlich singen. The thrill is gone. So wie einst B.B. King. Ich habe mich mit einem Freund vor kurzem über Vaterfreuden unterhalten. Alleine schon die Tatsache, dass er es als Ding statt Kind, nur weil es ihn nicht Clint bezeichnet, ließ meine Wogen hochgehen. Aber seine zweite Aussage brachte dann mein Blut vollends zum Kochen. Also die Jenny und ich, ne, wir legen uns erstmal einen Hund zu, ne, weil mit dem Hund ist es nicht so wie mit dem Kind. Wenn er dir nach ein paar Jahren mal auf den Sack geht, kannst du ihn ja einschläfern lassen. Das ist mit dem Hund ein bisschen, ein Kind ein bisschen schwierig. Gut, so ein aufgewecktes kleines Püppchen kannst du auch mit Ritalin niederstrecken oder in einen Keller sperren. Liebe Leute, ich weiß, das ist nicht schön, aber das passiert täglich in Österreich. Allerdings ist es mit solchen schlimmen Dingen wie mit dem Wetter. Meist folgen auf sengende Sommerhitze, dreist die Wolken sprengende Donnerblitze. Einst war ich klein, nun bin ich gewachsen, aber erwachsen bin ich noch lange nicht. Da gibt's noch so viel, was mich aufregt. Zum Beispiel Männer, die achtlos Erbgut verschleudern. Moment, ich zück grad. Politiker mit Wahlen sprechen, steuern kein Regierungsschiff, sondern drehen am Glücksrad. Ich suchte immer nach der einzigen wahren Perle von Mutter Natur. Fand stattdessen immer nur Kerle mit guter Statur. Nein, das war geil. Aber nicht eine Mutter, die einjähriges Kind zu McDonald's schleppt. Wenn Eltern einer gepeinigten Mädchen einfach sagen, ach, sie steckt schon alles weg. Wenn Jugendliche auf dem Schulhof scheinbar nur aus Zufall dealen. Wenn wir Österreicher Fußball spielen. Aber dann sagst du, wie sollen diese ganzen Menschen in den Niederlanden wachsen, wenn du sie nicht lässt? Weißt du was? Out in the street, they call it murder. Du löst die Probleme immer mit ganz statt. Nur, dass deine Kind in dir immer noch Angst hat. Denkst du nicht, eine faire Chance verdient, anstatt sie zu verurteilen und richten. Das hat doch keinen Anstand.
Weißt du nicht mehr, wie dein Opa damals für dich an der Wand stand? Du wärst dich auch viel lieber mit ihm am Sandstrand. Sieh die Welt mal verkehrt, drum komm ich helf dir beim Handstand. Spürst du schon die positive Welle, den Andrang? Hörst du diese Worte, endlich finden sie Anklang. Also lass uns gedanklich zurückspringen zum Anfang, denn ich kann es nicht mehr hören, dieses Ratatatan-Tan. Wenn Niederlagen an unseren Liedern nagen, ja dann wachsen wir. Danke fürs Zuhören. Sevi aus Linz. Mit ziemlich genau 7 Minuten performter Lyrik. Sehr, so. Sehr geiler Sevi. Ich würde sagen, bevor wir... das ist so erste Hälfte 2014. Ja. So, bevor wir zur letzten Wertung in dieser Vorrunde kommen, möchten wir noch 2 Sachen ansagen. Ganz genau. Wir machen gleich eine Pause, da dürft ihr euch gütig und gütlich tun an all den Bars, die es hier gibt. Es gibt da vorne eine Bar, es gibt aber auch unten eine Bar und das ist die Westbar. Und im Rahmen der Westbar-Veröffnung findet auch all das hier statt. Da unten gibt es auch super leckere Wraps, da haben wir vorhin auch schon genascht und wir waren schier begeistert. Und super leckere Cocktails. Und super leckere Cocktails gibt es unten auch. Also wenn euch der Andrang... unten oder oben zu groß ist, teilt euch einfach ein bisschen auf die Bars auf. Aber bevor wir all das machen, werten wir noch einmal für den soeben gehörten Text. Bitte geht in euch, blättert und reißt eure Noten in die Höhe bei 3, bei 2, bei 1 und gleichzeitig in die Höhe, bitte. Ich beginne mit einer 7, die wird gestrichen. Es gibt eine zweite 7, die bleibt. Ich gehe etwas hoch auf eine 8. Gehe noch ein bisschen höher auf eine 9, bleibe auf einer 9, gehe hoch auf eine 10 und schließe mit einer zweiten 10. Sag ich doch. Das sehr, sehr geiler Sevi. 43 Punkte, ein Applaus für die Wertung. Für den Poeten. Applaus für den Poeten, nicht, für, nicht die für die Wertung. So, meine Lieben. So, eine allerletzte Sache gibt es tatsächlich noch. Und zwar liegen da vorne Dinge an dieser Bar, an der ihr reingekommen seid und euch den Stempel für wenig Geld habt geben lassen. Und zwar liegen da Knicklichter, die sind vorbereitet. Welche, die schon beim Blitzlichtgilter waren, wissen, was damit passiert. Wir brauchen die später im Finale. Das heißt, alle Menschen, die irgendwie runtergehen oder auch hier bleiben, strömt vielleicht nacheinander, nicht alle auf einmal zur Bar und holt euch oder zu dieser Theke da vorne und holt euch doch ein Knicklicht von den reizenden Damen, die da stehen und das für euch bereitgehalten haben. Ganz genau. So, wir machen jetzt eine Pause von 20 Minuten und wir sehen euch gleich in aller Frische. Bis gleich, schöne viel Pause. Spaß. Dass ihr da seid. Sehr, sehr schön. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Pause. Wir hoffen, ihr habt die Bar und die Rap-Menschen glücklich gemacht. Eine kleine Frage vorneweg. Wo sind denn die Jury-Tafeln? Bitte mal kurz hochhalten. Alle 7 bitte einmal hoch. Wir haben 1, wir haben 2, wir haben 3, wir haben 4, wir haben 5. Uns eins, fehlen 2. 3, 4, 5, 6, 7. Wo? Wo siehst du 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in der Schule und so weiter. Genau. Wir machen jetzt Folgendes. Wir haben uns das gedacht, und zwar etwas relativ Unorthodoxes auf Slams. Wir werden die Jurytafeln nun tauschen. Wir werden dadurch nämlich noch ein paar mehr Geschmäcker abdecken
und anderen Leuten die Chance geben, ein bisschen mitzubauen. Das heißt, reicht doch mal eure Juryblöcke vielleicht an die Person hinter euch oder neben oder euch oder vor euch. Vielleicht jemand, den ihr nicht kennt und dann auch gleichzeitig nochmal mit euch mitvoten würde. Sondern an dieser Stelle bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei der alten Jury mit einem kräftigen Applaus. Sehr, sehr schön. Dann würde ich jetzt gerne noch mal alle 7 Jurytafeln in der Höhe sehen. Bitte, das wäre gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr, sehr schön. Okay, das ist ein sehr dominanter Block hier anscheinend. Ja, das ist alles schon okay. Die Leute haben Bock. Sie haben Leuchtstifte in den Haaren und sie gucken entzückt. Das heißt, es waren Menschen unartig. Ihr solltet sie doch noch nicht anmachen. Das ist okay, das erkläre ich später. Was ein wenig unterhaltsam war, ich rede noch deswegen ein bisschen, damit ihr zur Ruhe kommt und damit die letzten Menschen, die auf der Toilette sind, zu uns finden. Was ganz amüsant war, in der Pause, ich ging hinab und eine Freundin sprach mich an, im Sinne von, hey, bist du schon den ganzen Abend da? Ich komme viel zu spät. Wie war denn die erste Runde? Warst du denn drin? Ja. Ich habe dich nicht gesehen. Auf jeden Fall nicht mehr. Du hast mich nicht gesehen, das ist okay. Ich weiß nicht, sitzt sie im Publikum? Haha, sie meldet sich sogar. Das ist doch schön. Bitte einen Applaus für die junge Dame. So, das war ein sehr verhaltener Applaus, das ist auch durchaus in Ordnung. Ist in Ordnung, ist es angebracht. Während ihr jetzt immer leiser werdet, was ihr anscheinend jetzt auch gerade selbst bemerkt, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr vielleicht an den Seiten, an den Wänden ein bisschen aufpasst und nicht die Bilder rumratscht, weil auch an den Wänden Kratzer entstehen. Also bitte seid doch vorsichtig. So, wir machen weiter. Wir haben 6 Poeten und Poetinnen gehört. Die hören wir jetzt nochmal. Wir haben sie umgedreht. Ganz das heißt, genau. Nochmal in einer anderen Reihenfolge. Ganz genau. Und wir werden jetzt auch gar nicht lange drum herum reden. Wir beginnen mit dem Herrn, der die erste Vorrunde beendet hat. Er kommt aus Linz. Ihr werdet euch an ihn erinnern. Er hat immer noch den gleichen Namen wie davor. Hier ist für euch Sevi! Riders on the storm, ich stehe draußen in der Wüste. Mr. Wayne, ein Sturm zieht auf und denk noch, was mir ist, so wurmt. Ich weiß nicht, ob ich mir Alarm kann über Leute schreiben, die meinen, sie wissen was von der Welt. Und ich weiß nicht, ob ich mit den Leuten überhaupt reden will, die glauben, das Wichtigste im Leben ist Geld. Und ich weiß nicht, warum ich überhaupt drüber echauffiere. Weil meistens reden am Stand nur schräg nur Leute drüber und saufen 3, 4 Bier. Und ich weiß nicht, warum ich nicht weiterschreibe, wenn ich so viel Zweifel hab. Aber ich tue es einfach, weil es mir am Herzen liegt und ich noch nie mehr gehalten habe. Außerdem habe ein Bekannter mir gesagt, dass ich viel Einfluss auf meine Mitmenschen habe. Und selbst der kleine Hobbit hat es auf die Leinwand geschafft und Menschen verzaubert mit seinem Willen. Also knie mich in die Materie, weil ich will auch mitspielen. Mit jeder einzelnen Materie bin ich dabei und hab nur ein Ziel, dass die Leute endlich einmal checken, dass wir noch alle gemeinsam gewinnen können. Das schwere Spiel vom Leben. Wenn wir nur ein bisschen mehr zuhören, ein bisschen mehr schauen und ein bisschen mehr geben. Ich weiß nicht, ob einer, der aufs Blut die Regenwaldabholzung verteufelt und er sonst gegen alles ist, was Globalisierung betrifft, sodass er jeden Tag aufs Neiche verzweifelt, das Recht hat, andere Leute zu verurteilen, weil er selbst zu derer Brut gehört.
die die kürzesten Strecken mit dem Auto fahren, jeden Joe bis zur letzten Glut niederkifft und damit genauso unsere Umwelt vergift. Ich weiß nicht, ob es gerecht ist, dass man Haberer, der seine Frau vergewaltigt, nur 3 Jahre ins Häfen sperrt. Ob ein armen Schlucker, der um seine letzte Existenz kämpft und als letzten Ausweg eine Bank überfällt, mit der Cobra und schwerster Bewaffnung aus der Filiale auszieht und eben wegen Kapitalverbrechens gegen den Staat. Lebenslang dieses Sommerleben mit seiner Familie verwehrt. Ich weiß nicht, ob man seine politische Einstellung zu 100% leben muss, nur damit man von der Gesellschaft ernst genommen wird. Wenn ich sehe, dass ich 30 Kinder ins Ansaufen bewirten und davon reden, dass gestern einen Türken zerlegt haben, weil das der größte Spaß ist im Leben. Hat das Hand und Fuß, wenn sie noch aufstehen und sie zu dritt für ein paar Türme ins nächste Kebabstandl einzwängen? Ich weiß nicht, ob ich beim nächsten Reggae-Konzert mein Hand aufschmeißen und mitwinken soll, wenn ich höre, dass viele Künstler am liebsten auf Schwule scheißen und denen dezente Zähne aus der Pappendrischen starten, aber nebenbei von Peace und Love singen und dabei eigentlich wie die ärgsten Ignoranten klingen. Das ist echt zum Erdboden versingen. Ich weiß nicht, ob er jeder ehrlich ist, wenn er sagt, auf die Optik kommt es mir nicht drauf an. Dann schau, das an die Blatt, Sau da drüben an der Bar. Die ist brat für 2 und du willst mir verzeihen, du willst dich jetzt lieber auch reden als die feste Freunde. Er wird ganz rot im Gesicht, weil er ständig davon spricht, er hat jetzt gerne eine Geschichte mit einer Geilen. Aber nach 10 Bier fühlt er sich so armselig und nimmt zur Not eine mit ein bisschen mehr Gewicht. Weil er so mehr ausschaut, wie er 10-mal Gespims kriegt. Ich weiß nicht, ob wir uns erlauben dürfen, dass wir im Anblick der Auswahl von 13 verschiedenen Mittagsmenüs einfach so am liebsten da den ganzen Frost in den Kübel werfen. Geht schon, gehen wir zum Mäcki. Da hau ich den Nerven weg, weil ich weiß, dass knapp 1 Milliarde Menschen auf der Welt verrecken, weil sie nichts zum Fressen haben. Und wir sagen, weil den scheiß Reis von den Asiaten die sie aber nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe im Leben. Ich hab mein Ding durchgezogen auf Biegen und Brechen und uns gewesen ist mit Lügen, Beleidigung und Verbrechen. Ich werde meine Rechnung dafür sicher nur gewaltig ziehen. Ich hab viele Leute verletzt und entsetzt mit meinem Benehmen. Und oft ist mir 4 gekommen, mir liegt die ganze Welt zu Fiers. Dabei hab ich das gefragt, ganz schön auf Fiers. Ob die Maßen kommt, dass meine Familie und meine Eltern und meine Freunde immer zu mir gehalten haben, das finde ich so super, dass ich mich für meine Freunde im Nachhinein noch gewaltig schaue. Und schau mal du im Jahr, dass ich so ein Wasen bin im Bett. Ich trau mir 2. Das ist schon die Retourkutsche von meinem damaligen Ort. Hey, Welt, weißt du was? Du kannst mir im Bugler rutschen. Ich trau mir weiter das Drama von dem. Und hoffe, ich kann da alles irgendwann wieder mal zurückgeben, was ich mir schon genommen habe. Aber was weiß ich schon? Ich weiß nicht, ob ich mir erlauben kann. Über Leute schreien, die meinen, sie wissen was von der Welt. Wie anfangs erwähnt, ich habe euch nur erzählt, was ich alles nicht weiß, was wirklich wichtig ist auf der Welt. Und der Sturm neigt sich dem Ende zu. Dankeschön. Zum zweiten Mal. Ich hoffe, es sind nicht so viele Deutsche in der Jury. Ich hätte mich schwer getan, würde ich nicht sehr viel Zeit mit einem Oberösterreicher verbringen, der ungefähr genauso redet. Aber naja, wir holen eine nächste Wertung ein. Das ist wahr. Und bitte, nachdem ihr eine frische Jury seid, bedenkt bei dieser Wertung, dass auch diese Wertung euer Richtwert für die weitere Vorrunde ist und dass ihr dann nicht irgendwie hoch und runter wertet, als wärt ihr eine Herzlinie oder so. So, in diesem Sinne, die Wertung für Sebis eben gehörten Text. Bitte bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig. Ich beginne mit einer 7. Die wird gestrichen. Ich gehe hoch auf eine 8. Bleibe auf einer 8. Habe eine dritte 8, gehe hoch auf eine 9, bleibe auf einer 9 und schließe mit einer 10.
Und das sind 42 Punkte. Ein Applaus für den Poeten, nicht für die Wertung. Das ist sehr, sehr schön. Wir hatten vorhin ein bisschen die Befürchtung, dass ihr müde seid, weil ihr relativ verhalten applaudiert habt. Deswegen möchten wir eine ganz, ganz kleine Testapplausrunde noch einführen. Und das Absurde war ja, dass ihr eigentlich trotzdem unruhig wart und nicht so aufmerksam wie zuvor. Das heißt, seid doch noch aufmerksamer und leiser und gleichzeitig noch lauter. Ganz genau. Und um das jetzt zu testen, applaudieren wir für etwas Wundervolles, für etwas Einzigartiges, für etwas, was es nicht so oft gibt, obwohl es das viel öfter geben sollte, und etwas, das, obwohl es es, wenn es es denn gibt, für Probleme sorgt. Wie applaudiert ihr zu Freibier? Na, wird doch viele Alkoholiker im Publikum, das habe ich mir fast gedacht. Gut, wir sind ja auch hier in einer Künstlershow. Sehr, 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 Alkoholiker sein. Sehr, sehr schön. Wir machen weiter. Ganz richtig. Mit einer Dame aus Graz. Bitte tragt sie auf die Bühne mit Lärm, Liebe und Applaus. Einen 10-Punkte-Applaus. Christine Teichmann. Mal bei der Musik bedanken. Ihr seid so geil. Ich bin in Hochdeutsch aufgewachsen und Wienerisch war meine erste Fremdsprache. Ich kann mich nur erinnern, wie die ersten Ambros-Songs im Radio waren. Okay, jetzt können Sie ungefähr mein Geburtsjahr ablesen. Und da musste ich mal übersetzen lassen, was ein Ohrmutschgerl und ein Hakler ist und so. Aber ich habe mich dann ein bisschen reingefunden und dann bin ich nach Graz gezogen. Jetzt müsste ich eigentlich steirisch sprechen, aber der schwarze Tag, der ist auf Wienerisch passiert. Das war ein schwarzer Tag, ein schwarzer Freitag, ein Freitag der 13. Als du mal über den Weg gerannt bist, wie ein schwarzer Koder mit deinen hintergeschleckten Haaren. Schön, aber ein Unglücksbringer. Heute war ein schwarzer Tag. Ein schwarzer Freitag. Ein Freitag der 13. Als du mich das erste Mal geküsst hast. Hinterm Bierzelt. Und immer von dir unter die Blusen abgreifen lassen. Und mein Hand in deine Hosen geschoben hab. Das war ein schwarzer Tag. Ein schwarzer Freitag. Ein Freitag der 13. Als wir in die Büsche gegangen sind und uns die Wehschabe gerissen haben. Das war ein schwarzer Tag. Ein Freitag der 13., als du dir die Hosen wieder aufgezogen hast, bevor ich eine Chance gehabt hätte, dass man auch kommt. Und dann heute halt noch lachen gehört mit deinen Freunden, während ich nur immer meinen Tanga gesucht habe in die Büsche. Es war ein schwarzer Tag, ein schwarzer Samstag. Ein Samstag, der 14., als du nicht einmal angehoben hast, wie ich dich angerufen habe. Und das war
ein schwarzer Montag. Ein Montag, der 30. wie meine Regel ausblieben ist und du dich noch immer nicht gemeldet hast. Es war ein schwarzer Tag, ein Mittwoch wird es gewesen sein, wie ich in die Apotheke gegangen bin. Hammerlich, dass mich keiner sieht. Es war ein schwarzer Tag mit einem blauen Kreuz. Und das war ein schwarzer Tag. Ein schwarzer Freitag. Ein Freitag der 13., das glaubst du nicht. 9 Monate später war es wieder ein Freitag der 13. Heute ist ein schwarzer Tag. Ich weiß nicht welcher, aber heute lege dir das Bankert vor die Tür, dass du drüber da stehst, wenn du heimkommst vom Zeltfest. Danke. Christine Teichmann. Wieder sogar diesmal unter 5 Minuten. Wahnsinn, und trotzdem kann man viel erzählen. Das ist wahr. So, liebe Jury. Wir brauchen eine nächste Wertung. Bitte geht in euch, blättert und zeigt uns eure Wertung für den eben gehörten Text. Bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig in die Höhe, bitte. Ich sehe eine 6. Die wird gestrichen. Ich sehe eine 7. Ich sehe eine 8. Eine 8. Noch eine 8. Gehe ein bisschen runter auf eine zweite 7. Und schließe mit einer abschließenden 9. Ein Applaus bitte erstmal dafür, bevor ich zusammengezählt habe. Bitte. Der fehlt nämlich. Punkte, ein Applaus für die Poetin, nicht für die Wertung. Und der darf noch lauter sein. Also, liebe Jury, ihr merkt, es gibt hier Menschen, die noch viel lauter applaudieren, als ihr gevotet habt. Nehmt das zur Kenntnis. Das kann passieren. Wir können leider keine neue Wertung machen. Das können wir leider tatsächlich nicht. Aber Christine hat ja in der ersten Runde schon, glaube ich, ziemlich Brett gegeben. Es könnte reichen. Ja. Aber das wissen wir nicht. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit einer jungen Dame. Ihr habt sie vorhin schon gehört. Bitte tragt sie herbei mit Lärm, Liebe und ganz viel Applaus. Hier ist für euch Jasmin Hafeld. Toll. Vielen herzlichen Dank. Wir machen jetzt ein bisschen einen Remix. Wir haben das in der Pause nochmal ein bisschen umbesprochen. Dafür gibt es 2 Dinge. Erstens, kennt ihr Rap-Musik? Gut. Zweitens, kennt ihr Game of Thrones? Gut. Für die, die es nicht kennen, unbedingt schauen. Es ist Drachen, Zombies, Porno und Mittelalter. Ganz viel Porno, aber auch viel von den anderen. Das ist großartig. Und jetzt wird ein kleiner Traum von mir wahr. Denn also der Remix... Der erste Text quasi trägt den Titel. An manchen Tagen
Da bin ich verantwortungsbewusstlos. Da bin ich taub an den Ohren, an den Beinen, an und mit allem bin ich taub. Und ich wünsche mir eine Herzmassage. Ich wünsche mir, dass mein Verstand in die stabile Seitenlage gelegt wird und ich wünsche mir einen längeren Atem. An manchen Tagen, da bin ich verantwortungsbewusstlos. Das heißt, da gibt es eine Arbeit abzugeben und das weiß ich. Wenn ich jetzt nicht anfange, werde ich mit der Arbeit nicht rechtzeitig fertig und muss um eine Nachfrist bitten und das weiß ich. Wenn ich um eine Nachfrist bitte, werde ich die Arbeit auch nicht rechtzeitig abgeben und das weiß ich. Und dass ich jetzt nicht Game of Thrones schauen sollte, weiß ich auch. Da gibt es etwas zu lernen und ich meine nicht Dothraki. Da gibt es etwas zu sehen und ich meine nicht Tab über Tab über Tab. Da gibt es etwas zu sagen und ich meine nicht die Bestellung der Pizza. Da gibt es etwas anzuklagen und ich meine nicht die Bestellung der Pizza. Ich meine die Gesamtsituation. Ich meine die Europarevolution, ich meine die Wirtschaftskrise und vielleicht meine ich doch die Bestellung der Pizza, die ich esse, währenddem ich schaue, was in King's Landing so passiert, während draußen die Sonne scheint, während draußen Menschen auf die Straße gehen, während draußen Menschen den Essig nicht für den bestellten Salat, sondern gegen das Tränengas nehmen, um weiter klar zu sehen. An manchen Tagen, da wäre ich dabei, aber an diesen Tagen, da bin ich verantwortungsbewusstlos, da bin ich taub an den Ohren, an den Beinen, an und mit allem bin ich taub und ich wünsche mir eine Herzmassage. Ich wünsche mir, dass mein Verstand in die stabile Seitenlage gelegt wird und ich wünsche mir einen längeren Atem. Aber an manchen Tagen fällt mir dann wieder ein. Bau! Bau! Da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für Eitelkeiten. Hör auf, mit dir selbst zu schreiten. Ja, du willst die Welt begeistern, aber mit ich trau mich nicht, kommst du nicht weit. Du weißt es im Augenblick, also komm uns halt frei. Da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für Eitelkeiten. Ja, du willst was leisten und du hast Angst vom Scheitern. Schüttel sie doch ab, es geht auch ohne Zweifel. Mach einfach, du musst nur dir etwas beweisen. Man weiß doch noch von früher, es könnte alles einfach sein. Man zweifelt doch nur wieder und führt dann wieder selbst schreit. Man leistet lieber nichts, bevor man das Gefühl hat, man jetzt vergeigt. Man schwert sich lieber ein. Mit Eitelketten schweigt, lässt es sein. Befrei dich lieber davon, sag, da ist kein Platz. Schau, dass du mit dir klarkommst und mit dem, was du machst. Sag, ich bereue nichts, auch wenn das manchmal schwer ist. Und ich scheue nichts, und wenn doch, wehr dich. Erklär nicht, warum du mehr willst. Sei ehrlich zu dir selbst, verlern nicht, was es heißt, ein Held zu sein in deiner Welt. Selbstwert heißt nicht nur, wie sehr man zu sich steht. Es heißt auch damit weitergehen und bis am Ende zu sich stehen. Also, geh deinen Weg. Und klar, der ist nicht immer eben, aber du kannst nur einmal gehen. Du hast nur dieses Leben. Und wenn dann wieder, wenn und sagt, so geht das nicht, bleib ruhig und sag, doch, so gehe ich, da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für Eitelkeiten, hör auf mit dir selbst zu streiten, willst die Welt begeistern, aber mit nicht, trau mich nicht, kommst du nicht weit, du weißt es in dem Augenblick, also komm und sei frei, da ist kein Platz mehr für Zweifel, kein Platz mehr für Eitelkeiten, ja, du willst was leisten, hast Angst vom Scheitern, aber schüttel sie doch ab, es geht auch ohne Zweifel, mach einfach, du musst nur dir etwas beweisen, schüttel sie doch ab, es geht auch ohne Zweifel, mach einfach, du musst nur dir etwas beweisen. Machen wir noch ein Mitmachelement. Wollen wir ein Mitmachelement machen? Schreien wir alle gemeinsam, da ist kein Platz für Zweifel, wir machen das gemeinsam, okay? Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Das geht lauter. Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Da ist kein Platz mehr für Zweifel. Tausend Liebe. Vielen, vielen Dank. Bauerschlägerwurf. Liebe. Jasmin Hafet, aka Jasmo, meine Damen und Herren. Das war ja schon fast eigentlich... geklaut. Sie hat einfach einen Text oder ein Lied von Jasmo gesungen. Ja, ist krass. Aber dann schon wieder fair, weil ihn selbst geschrieben. Wie hast du denn das gemacht? Komm, laber nicht. Nein. Man darf sich selber featuren, wenn man geil ist und sie ist offensichtlich darauf geil. Darauf wollte ich hinweisen. So. In diesem Sinne, bitte. Man darf übrigens rappen. Singen nicht, aber rappen schon, falls das manche Leute gerade sich fragen. Darf man rappen? Ja, man darf es. Man darf. Vor allem, wenn man das Lied selbst geschrieben hat. Und vor allem, wenn man das kann. Eigentlich nur dann. Ja. So. Wertung?
Wertung. Ist geil. So, meine Lieben, bitte die Wertung für Jasmin/Jasmo bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig in die Höhe. Och ja. Ich sehe eine 7. Wird gestrichen. Ich sehe eine zweite 7, die bleibt. Ich gehe hoch auf eine 9, bleibe auf einer 9, eine dritte 9, eine vierte 9 und ich schließe mit einer 10. Und das sind 43 Punkte. Einen Applaus für die Poetin, nicht für die Wertung. Ja, so einen Killer-Move kann sich wahrscheinlich, können wahrscheinlich die meisten gar nicht machen, außer jemand, der vielleicht noch nachher auftritt, der tatsächlich auch Slam-Poet und Rapper ist. Aber naja, vielleicht sollten wir das auch mal machen. So Rappen anfangen. Dann dafür sind wir viel zu weit. Scheiße. Verdammt. Hast du uns mal angeguckt? Digga, du hast eine Fliege, du kannst... Du hast Punkte auf deinem Shirt, Alter. Du hast Punkte auf deiner Fliege. Du hast Stiefeletten an, ey. Du hast die Schieberkappe, was ist mit dir? Ja, ich gebe auf. Weißt du, wer... Du trägst einen Ring, okay. Könnten wir rappen, hätten wir daraus jetzt einen Freestyle-Battle-Rap gemacht. Wir können es nicht. Das mache ich nur an Geburtstag. Das müssen wir leider das einsehen. Das mache ich wir nur können an Geburtstag von Adina. Wir lassen das. Ja, das lassen das, wir wirklich. Hat Jasmo gerade einfach perfektioniert. Wir lassen das. Das wir holen stattdessen lieber den nächsten Poeten zu uns auf die Bühne, den ihr vorhin schon gesehen habt, mit kürzeren Texten. Mal gucken, ob sie länger geworden sind oder so bleiben. Er wird trotzdem unterhalten. Wie immer, bitte tragt ihn mit einem frenetischen Applaus auf die Bühne zu uns. Hier ist für euch Mriri! Grüß euch. Ich wollte irgendwas sagen. Ja, erstmal vielen Dank an die Leute hinter mir, die jetzt dann alle 10 Sekunden ihren Sound ändern müssen. Ihr macht es echt nice. Das kommt von Herzen. Und vom Stimmkopf. Ja, wie dem auch sei, ich habe jetzt vorhin mein Voting gesehen. Ich habe gesehen, ich werde wahrscheinlich nicht ins Finale kommen, das ist auch egal. Ich habe mir gedacht, lass uns ein bisschen Spaß haben, jetzt ein bisschen so und Gläser zerbrechen. Da habe ich gedacht, ich ändere jetzt, also ich habe noch ein bisschen so die Texte herumgekramt, habe noch ein bisschen was herumgeändert, habe mir gedacht, lass uns Spaß haben. Und jetzt mache ich das, was ich Bock habe. Komm mal klar. Seid ihr bereit? Habt ihr auch Bock? Wunderbar. Tour ist übrigens 2016. Claudia, deine Band, alter Mann. Unsere Tour, was? Ja, genau, Tour. 2016, Deutschland und so, ja. Wie dem auch sei, ein kleines Liebesgedicht. Ich hätte es selber nicht verstanden. Dein Bein. Ich hätte gerne eine schläfrige Untermalung dafür. Eine schläfrige. Dein Bein. Als dein Kopf in meinem Schoß lag, schlief dein Rest unter meiner Decke. Mein Bein war auch unter der Decke. Dein Bein lag außerhalb der Decke. Mein Bein lag lang durch die Decke. Okay. Also es geht darum, ihr Kopf war in meinem Schoß, der Rest von ihr unter der Decke, ihr Bein außerhalb der Decke, mein Bein innerhalb der Decke. Es hat ausgeschaut, als wäre mein Bein extrem lang. Und das war ein schöner Moment. Sehr großzügig. Bekiffte Liebeslyrik. Neue Marktlücke, glaube ich. Ja, wie dem auch sei, der nächste Text ist eine kurze Kurzgeschichte. Rastet aus da drüben. Macht eure eigene Show. Interessiert mich doch nicht. nicht Spaß, ich habe euch lieb.
Also der nächste Text ist eine kurze Kurzgeschichte, bleiben wir beim Thema. Sie läuft auf ein ziemlich mieses Wortspiel hinaus, wahrscheinlich das mieseste Wortspiel, das ich je geschrieben habe. Miesmuscheln werden eifersüchtig. Das war es noch nicht. Ich hätte bitte gerne eine miesteriöse Untermalung, bitte. Ja, Schenkel werden geklopft. So. Los geht's, Konzentration, bitte. Einst sah ich einen älteren Mann auf einem Hügel stehen. Er rollte diverse Lebensmittel den Abhang hinab und erklärte dabei, auf welche Art und Weise sie rollten. Als ich ihn fragte, warum er das tat, nahm er ein Ei, rollte es den Hügel hinab und entgegnete: Mein Sohn, also es war mein Vater, mein Sohn, ich weiß nicht, warum ich das tue, but this is how I roll. Ja. Danke, Papa, für diese Lektion. Schön. Ja. Kennst du den Soundtrack von Germany's Next Topmodel? Gibt es einen Soundtrack? Ich weiß es auch nicht. Ja, dann machen wir halt so einen Rap draus. Das ist so ein kleiner Diss an die Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel. Es trägt den Titel an die Kandidatinnen von Germany's Next Topmodel. Machen wir irgendwas. Ja, was? Geht schon los. Ihr macht es hier gleich. Zeigt euch freizügig auf Video. Ja, toll. Hätten wir das geklärt. Der nächste Text ist so ein super-duper Mitmach-Text, habe ich mir gedacht. Ich wollte ihn eigentlich fürs Finale aufheben, aber dachte mir, lass mal Spaß haben. Er ist S-Bahn-Feeling, er ist letzten Winter in der S-Bahn entstanden. Das wird jetzt unheimlich komplex. Mal schauen, wie wir das schaffen. Kannst du so ein... Na, so wie der Zug halt, so. Gut genug. Es passt schon. Passt schon. Von dir brauche ich so ein Piu auf Signal. So Piu. Nice. Und du musst mitmachen bei allen anderen. Ja, yeah, genau so. Könntest du dieses... Könntest du das? Können wir es noch alle gemeinsam machen? Das ist die S-Bahn, das war damals vor 40 Jahren da, da haben die noch so gemacht. Ja genau, genau, auf Signal. Mach du mal so ein Chuchu. Genau, cool. Schön. Ja, genau so, das ist cool. Ja, also auf Signal bei dem Chuchu. Wir machen so ein Chuchu. Ihr habt voll keinen Bock, oder? Das ist... Ja. Ja gut, mach mal einen anderen Text. Ist auch okay. Scheiß drauf. Genau. Wieder was Romantisches. Habt ihr Bock? Romantik, ja. Okay, etwas Dunkles, Romantisches. So. Aber tiefgründig. Nicht so dieses oberflächliche Romantische, sondern... Dein Kopf. Würde dein Kopf sich vor meinem verstecken, es fiele mir schwer, mit dir darüber zu sprechen. Logisch. Würde dein Kopf sich meinem entsagen, würde meiner nicht widersprechen. Was nicht heißt, ich würde ihn wiederfinden. Und solange mein Kopf fehlt, wie soll ich ihn ersticken? Wie soll ich klar denken, wenn mein Genick bricht? Ja, schön. Schön romantisch. Schön. Ja, der nächste Text ist ebenfalls ein sehr privater Text, den ich gerne vor fremden Leuten lese.
Romantik bitte jetzt hier einfügen. Romantik. Es geht weiter mit Romantik. Das ist gerade so schön. Ein schöner Moment. Oh Mann, du kannst nicht Romantik unterbrechen, also. Ja, ich möchte gemeinsam deinen Brustkorb flechten. Deinen Atem anhalten, um ihn zu fragen, ob ich ein Stückchen mitfahren kann. Dankeschön. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, ein Mann, den ich sehr liebe. Ich laufe auf ihn zu, er verfasst ein romantisches Gedicht. Ein anderer Mann, den ich sehr liebe, fasst mir dabei an die Brust. Das ist ungefähr malerisch. Wie ein 10-Punkte-Text. Ja. Ja. Sehr gut. Apropos 10 Punkte. So, apropos. Wir haben hier eine Newsletters-Liste, so. Die sowohl von uns dreien und den Menschen hinter uns und allen Poeten, die bei uns mitmachen, also vom Jazzslam Blitzlichtgewitter ist und vom Westlicht, die werden wir rumgeben. Ihr dürft eure Namen und E-Mail-Adressen eintragen, wenn ihr möchtet. Ihr bekommt sowohl alle Events mit, die wir veranstalten, das sind auch noch andere. Davon werden wir jetzt nicht so viel erzählen, das werdet ihr dann mitkriegen und die Westlicht-News kriegt ihr auch mit. Ganz genau. So, und jetzt werten wir dann. Ganz genau. Gut, alles klar. So, ihr hörtet Mriri und ganz viele Texte. Bitte geht in euch, blättert und zeigt uns eure Wertung bei 3, bei 2, bei 1 und gleichzeitig in die Höhe. Ich sehe eine 7, wird gestrichen. Ich gehe hoch auf eine 8, ich bleibe auf einer 8, es folgt eine dritte 8, gehe noch ein bisschen hoch auf eine 9, es gibt eine zweite 9 und ich schließe mit einer abschließenden 10. Und das macht 42 Punkte. Applaus für den Poeten und nicht für die Wertung. So. Schön. Wir machen nahtlos weiter. Das tun wir. Ihr habt sie in der ersten Runde bereits gesehen. Bitte begrüßt mit einem frenetischen Applaus auf dieser Bühne Adina! Yeah. Cool, danke Robin. Er hat mit den S-Bahn-Text mein Text eingeleitet und danke Jasmo, sie hat euch eingeeicht für den Mitmachteil und ich habe auch einen Mitmachteil mitgebracht, den wir nur einmal proben werden und dann wieder gleich funktionieren. Ich möchte von euch, wenn ich meine Faust in die Luft ramme, ganz laut dreimal ein Ho, Ho, Ho hören. Wir probieren das. Gut, wir fangen an, beziehungsweise ihr fangt an. Du, ja, du, du, ja, du. Du, ich krieg den Mund nicht mehr zu. Wollt dir nur sagen, wie toll ich dich finde, doch meine Stimme ist blockiert. Hab mich bis auf die Knochen blamiert. Irritiert stehst du vor mir und ich sag dir, du, ja, du, du, ja, du, willst du mit mir gehen? Ja, nein, ich mag Züge! Sein Name war Stefan.
teilte mit ihm die Sandkiste und es fühlte sich echt an. Er war der Erste auf meiner Liste. Dicht gelocktes Haar hat es mir angetan. Im Kindergarten ließ er mich spielen mit seinem Kran. Man spielte auch Mutter, Vater, Kind und entdeckte gemeinsam den ersten Schmetterling, der sich im Bauch entpuppte und aus dem Arsch geschossen kam. Ja, so fühlt es sich an, als ich meinen ersten Kuss bekam von Hermann, dem Schläger vom Schulhof. Ich war zwei Köpfe zu groß, doch das störte ihn nicht. Er war der Pausenhofking, das alleine war wichtig. An seiner Seite glänzte ich wie eine Königin. Doch als eines Tages in der Nachbarschaft der Bankenkrieg eskalierte, war ich der ausgeklügelte Schachzug. Köpfe mussten rollen und so kam die Dame ins Spiel. Mein König opferte mich um des Friedens willen. Mit gebrochenem Herzen stand ich nun da. Auf Rache sinnend war meine Mission klar. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, fahr doch zur Hölle! So schaute ich sie um mich, meine Zwerge, Gnome und Trolle. Doch dem nicht genug, holte ich mir Verstärkung durch die Söhne des Krieges. Spartiaten, was ist euer Handwerk? Mit genug Testosteron im Handgepäck hatte ich Blut geleckt. Jen Austen konnte einpacken, ich war jetzt am Durchstarten. Oh, du elender Herzschmerz, was mach ich denn nur verkehrt? Das Herz rausgerissen hat er mir und jetzt steh ich hier wie ein blutender Stier. Ich sehe rot, rot bis in den Tod, Tod, ich verbeck dich bei deiner Mutter und reib dich an mit Knoblauchbutter. Love, peace and happiness. Drauf geschissen, ins Herz rausgerissen ist. Die List der Lust kommt leicht um die Ecke gekrochen. Zerbrochen sind wir dann, wenn wir die Weitsicht durch Kurzsichtigkeit eingetauscht haben. Den Morgen kaum erwarten wollen, um weiter in unserem Frust zu schmollen. Wie blockiert sind wir dann, wenn der Zorn in uns überhand nimmt und wir uns selber im Weg sind. Blicken immer zurück, rücken nicht weiter, weil der Kopf verdreht ist und ich an mir selber scheiter. Ich nehme meine Fehler und rahme sie gold ein, hänge sie an die Wand und erinnere mich erneut dran. Doch das ist der eigentliche Fehler in meiner Geschichte. Mit diesen Erinnerungsfetzen stehe ich nun seufzend vor dir und sag dir, du... Ich wollte nur sagen, wie toll ich dich finde, doch meine Stimme ist blockiert, hab mich bis auf die Knochen blamiert. Irritiert stehst du vor mir und ich sag dir, du, willst du mit mir gehen? Ja, nein, ich mag Züge. Der letztes noch nicht abgefahren. Ich hänge meine Bilderrahmen ab, um etwas Neues zu wagen. Denn egal ob Stefan oder Hermann, keiner macht mich mehr an als der Moment, in dem ich begreife. Meine Reife zeigt sich nicht anhand von unterlassenen Taten, sondern das Abhängen meiner alten Bilderrahmen, um für neue Erinnerungen, die mit Love, Peace and Happiness gezeichnet sind. In diesem Sinn, willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Ich mag Züge, aber wir können auch zu Fuß gehen. Und zwar barfuß. Dankeschön. Adina. Du. Nice. So, wir, meine Lieben, nähern uns dem Finale des Abends, bei dem wir nochmal zwei Poeten oder Poetinnen hören werden, die höchsten Punkte überhaupt an dem Abend tragen werden. Vorher brauchen wir noch ein Voting, bevor es zum letzten Vorrundenkandidaten geht. Ganz genau. Deshalb bitte eure Wertung für Adina. Bei 3. Bei 2. Bei 1. Und gleichzeitig in die Höhe, bitte.
In die Hütte. Habe ich das gesagt? In die Höhe, bitte. In die Hütte. Ich beginne mit einer 6, die gestrichen wird. Das gibt ein Bu. Merk es dir, du hast es dir verdient. Ich gehe hoch auf eine 7. Ich bleibe auf einer 7. Es gibt eine dritte 7. Ich gehe etwas höher auf eine 8. Ich bleibe auf einer 8. Und ich schließe mit einer 9. Ich sag das so gerne. 9. Da darf man applaudieren. So, und das macht 37 Punkte. Ein Applaus für den Poeten und nicht für die Wertung. Auch hier sind anscheinend ein paar Menschen nicht zufrieden mit euch, liebe Jury. Sehr schön. Ist okay. Vielleicht seid ihr bessere Menschen als Jury. Ihr seid auf jeden Fall wertvoll und es ist schön, dass ihr hier seid. Im Finale dürft ihr dann alle abstimmen. Genau. Bei dem wir gleich sein werden. Aber da sind wir noch nicht. Vorher bedarf es noch eines Poeten. Sag mal, Jonas, wie stehst du zu Pandas? Zu Pandas stehe ich so, wie wir es vorher schon erzählt haben. Pandas sind cool, aber nicht, wenn sie andauernd in deinem Facebook-Chat auftauchen, wie der Herr dann nochmal zu uns kommt, das gerne tut. Er nennt gerne einfach jedes Gespräch bei Facebook irgendwas mit Pandas. Das trägt er auch heute auf seinem T-Shirt zur Schau. Der Mann mit dem schönsten Bart Wiens tragt ihn mit einem frenetischen Applaus auf die Bühne. Hier ist für euch Osama! Ja, diese Facebook-Funktion Chats benennen hat mir echt Spaß gemacht. So. Egal, aber ich habe jetzt mal als Kontrast zu dem ersten Text, den ich gemacht habe, jetzt etwas Lyrischeres dabei. Und der Text heißt Weißes Schwarz. Ich bin mal high up in the air, dann wieder down to the floor. Bin manchmal yes und dann wieder ziemlich no. Bin mal all over the place und dann wieder ganz bei mir. Bin mal ganz weit weg und dann wieder hier bei dir. Mein Leben ist ein weißes Schwarz. Zwei Wege gedacht und keiner war's. Vielleicht malst du gerade eine schöne Farbe, aber ich sehe sie nicht. Vielleicht kannst du sogar zwei verwenden und ich merke es nicht. Ich sehe nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Für mich gibt's nur eine Welt, zweifarbig zu sein. Ich denke, du kennst das auch. Denke, du bist ein Mensch, der rennt auch. Soweit die Seen sehen, soweit die Strahlen gehen, soweit die Berge trennen, soweit können wir nicht sehen. Du warst mein weißes Schwarz, komplementär im Einklang ganz und gar. Du warst die Nacht und nicht der Tag. Du warst das Weiß zu meinem Schwarz. Doch weiß, wie du warst, war ich vielleicht gerade zu schwarz. Doch vielleicht bin ich auch grad nur mal wieder low, du all over the place, ich yes, du no, ich schwarz-weiß gekleidet, du weiß-weich gezeichnet, du vollkommen bei dir, ganz weit weg und ich ausgerechnet genau hier bei mir. Diese Strophe, weißt du, die verging nicht. Du warst der Mond und ich das Licht, ich dachte, du kennst das auch. Dachte, du bist ein Mensch, der rennt auch, soweit die Seen sehen, soweit die Strahlen gehen, soweit die Berge trennen, so weit können wir nicht sehen. Du warst mein weißes Schwarz, komplementär im Einklang ganz und gar. Du warst die Nacht und nicht der Tag, du warst das Weiß zu meinem Schwarz. Doch weiß, wie du warst, war ich vielleicht gerade zu schwarz. Du bist die Erde und Sonne in einem Kreis, wie strahlendes, leuchtendes Weiß. Ich bin die Sonne, die Werde, das Abendlicht, das nach nichts greifende Nicht. Du bist die Erde und Sonne in einem Kreis, wie strahlendes, leuchtendes Weiß.
Ich bin die Sonne, die Wärme, das Abendlicht, das Nachtnichts greifende Meer. Du bist mein schwarzes Weiß, für immer unendlich ohne Scheiß. Du bist mein schwarzes Weiß, für immer unendlich ohne Scheiß. Du bist mein schwarzes Weiß, für immer unendlich ohne Scheiß. Du bist mein schwarzes Weiß, du bist mein schwarzes Weiß. Du bist mein unbeschriebenes Blatt Papier. Du bist das Weiß zu meinem Schwarz. Und ich danke dir dafür. Osama! Und auch hier zeigt sich, dass man in etwas mehr als 3 Minuten Menschen rühren kann. Wunderbar. So, wir brauchen dennoch eine letzte Wertung, bevor wir zum Finale schreiten können. Das ist wahr. In diesem Sinne, geht in euch, blättert und wertet bitte bei 3, bei 2, bei 1 und gleichzeitig in die Höhe. Ich beginne mit einer 7, die wird gestrichen. Ich gehe hoch auf eine 8, ich bleibe auf einer 8. Es folgt eine dritte 8, eine vierte 8, eine fünfte 8 und ich schließe mit einer 10. Das sind 40 Punkte. Ein Applaus für den Poeten und nicht für die Wertung. So, ich werde jetzt mich ganz kurz zurückziehen und zusammenrechnen. Währenddessen werden wir vorstellen, was man heute hier bekommt und werden auch noch jemanden zu uns auf die Bühne holen. Ganz kurz. Das ist wahr, das ist wahr. So, meine Lieben, wie gesagt, es wird ein Zweierfinale geben. Das ist jetzt kein Grund, um zu gehen. Dame in der ersten Reihe ganz links. Aber das nur nebenbei. Genau, und während Jonas zählt und die beiden Finalisten sich dann mit der Band besprechen dürfen, möchte ich eine junge Dame auf diese Bühne bitten, ohne die das Ganze heute nicht möglich gewesen wäre. Bitte tragt sie herbei unter einem donnernden Applaus, denn sie ist die Frau, die dafür gesorgt hat, dass wir heute hier im Westlicht mit euch feiern können. Bitte einen riesengroßen Applaus für Mona! Bis sie auf der Bühne ist, wo auch immer sie gerade sein mag. Also ich find's gut, dass ihr weiter klatscht. Oh, ich glaube, sie kommt schon. Ihr könnt ein bisschen lauter werden. Ja, okay. Ja, danke, das hat sehr, sehr gut geklappt. Wo ist die? Mona! Schreibt mal alle bitte Mona! Mona! So, ich glaube, jetzt dürfen wir für Mona klatschen. Dürfen wir das? Mona, bitte komm zu uns auf die Bühne! Du hast gerade den längsten Applaus des ganzen Abends bekommen. So, ich werde dir jetzt dieses Mikrofon reichen und dann kannst du ein paar Worte verlieren, wenn du möchtest. Was du möchtest, du kannst sagen, was du heute gefrühstückt hast. Du kannst
Hallo sagen, du kannst auch sowas sagen wie Papa la Papp oder so, ist auch immer spannend. Du kannst auch kohärente Sätze formen und dich bedanken oder so. Oder sagen, was es heute zu gewinnen gibt. Ich weiß es nicht, ich gebe dir einfach das Mikro und ich bin genauso gespannt darauf, was du gleich sagst wie du. Hallo? Also vielen Dank, dass ihr alle da seid. Was soll ich sagen? Ich bin sprachlos. So viele Texte wurden heute hier schon vorgetragen. Da bin ich wirklich sprachlos. So viele Leute sind auch hier und zu gewinnen gibt es, wenn du das sagen willst. Wie du machst. Also dritter Preis, zweiter Preis ist eine Westlicht-Jahresmitgliedschaft. Das bedeutet, jedes Mal bei einer Ausstellung so oft wie möglich reingehen. 10% auf den Bookshop, jedes Mal ein Plakat, alles Mögliche. Und es gibt ein Mitgliederfest mit Spanferkel. Urgut. Und der erste Preis ist eine Polaroid-Kamera, gesponsert vom Leica Shop. Ja, wenn euch die Vespa unten gefallen hat, am 17.07. und am 2.08. gibt es noch zwei Termine. Leider nicht mit dem Blitzdichtgewitter, dafür mit anderen zwei Specials, auf die ich euch herzlich einlade. Vielen Dank. Und ich möchte mich noch ganz herzlich bei meinem Team bedanken. Ohne ja, danke, das Glas bezahlst du, gell? Ohne die das echt nicht möglich gewesen wäre. Also vielen, vielen Dank an mein Team. Vielen Dank, Mona. Vielen Dank, Westlicht. Vielen Dank, Vespa. Und vielen Dank an euch. Wir haben noch weitere Preise, tatsächlich. Also die Teilnehmenden werden heute echt mit Preisen überschüttet. Lieber Chris, würdest du... Chris? Ah! Würdest du mit dem Preis Sackerl bitte auf die Bühne flanieren? Das ist sehr, sehr schön. In diesem Preis Sackerl sind die beiden tollen Preise, die bereits genannt wurden, nicht drin. Aber dafür gibt es ganz andere tolle Sachen. Denn wir verschenken an die Siegenden. Möchtest du es ansagen? Danke. Du möchtest es selber behalten, ne? Ja. Das darfst du leider nicht. Nee. Oh. Das ist echt... Ja, sorry, Vaterhause. Nein. Was? Du hast es so getan, du warst gar nicht traurig. Du warst wirklich traurig? Ich war am Boden zerstört. Warst du? Ja. Wirklich? Ja. Nee. Doch. Wirklich? Ja. Okay. So, wir haben für den Zweitplatzierten eine Spritzpistole. Und für den Erstplatzierten haben wir eine größere Spritzpistole. Und was kann man in Spritzpistolen einfüllen? Schnaps! Okay, möchtest du das mit dem Schnaps dann sagen? Du hast mich gerade ein bisschen, das ist nämlich echt ein guter, oder? Schon. Schnaps, also wirklich. Das ist Single Malt Whisky. Super Single Malt Whisky, also. Und in Spritzpistolen einfüllen, sag mal, was bist denn du für ein Mensch? Ich weiß nur, wie wir sind, wenn wir betrunken sind. So, bevor wir das Finale verlautbaren wollen, habt ihr eigentlich gesagt, dass es eine Polaroid-Kamera zu gewinnen gibt? Ja. Hast du Mona nicht zugehört? Doch, aber ich war mit Rechnen beschäftigt. Mensch. Gut. Hast du denn gerechnet, mein Lieber? Ja. Wissen wir denn, wer jetzt im Finale steht? Wir haben ein Ergebnis, das verdammt knapp war. Das ist sehr, sehr spannend. Wir mussten sogar dann, was die beiden Finalisten angeht,
eine Streichwertung machen, weil sie die gleiche Punkteanzahl haben und mussten errechnen, welche die höchsten gestrichenen Punkte waren, damit wir wissen, und wer was anfängt. Was kam dabei heraus? Wir haben ein Finale von zwei Menschen, die da heißen Christine Teichmann und Sevi. An dieser Stelle bitte auch einen ganz, ganz lieben und herzlichen Applaus für die vier wundervollen Poeten und Poetinnen, von denen wir uns an dieser Stelle leider verabschieden müssen. Bitte einen frenetischen Applaus für Osama, Adina, Jasmin, Afed und Mriri. So, es war wirklich verdammt erdenklich knapp. Die Drittplatzierte ist mit 2 Punkten am Finale vorbeigeschrammt. So. Wir kommen jetzt zu dem performativen Teil des Abends, der schöne, ästhetische Teil. Ja, wir machen jetzt Pausenklauen, während sich die anderen mit der Band besprechen. Ganz genau. Super. Ach so, ich dachte, wir machen jetzt... Ach so, naja, gut, wir können noch ein Feature, oder? Ja, Feature, dazu brauchst du auch eine Band. Brauchst du die Band? Ja, ja. Kannst du auch ohne Band, oder? Das ist ein Jazz-Lab-Ding, die brauchen alle die Band. Alles klar. Was sollen wir denn erzählen? Nein, wir können Termine ansagen. Wir können erstmal schauen, ob alle Knicklichter da sind. Das können wir auch machen. Wir können Jurytafeln einfordern. Haben wir Knicklichter da? Dann hebt ihr doch mal in die Höhe. Welche nicht geknickt sind, die dürft ihr jetzt knicken und dann in die Höhe halten. Wer noch keine hat, der bekommt jetzt welche verteilt. Ich glaube, unsere reizende Kollegin verteilt gerade da vorne welche. Sehr schön. So, und im Finale, wir haben es ja vorhin schon angekündigt, das ist echt ein bisschen sinnlos, wenn ihr jetzt alle geht. Müsst ihr aufs Klo? Cool. Ich muss auch aufs Klo. Ja, jedenfalls, im Finale, meine Lieben, werdet ihr alle gemeinsam abstimmen, und zwar durch Lärm, das bedeutet Applaus, und vor allem durch Licht. Es ist jetzt gerade ein bisschen unruhig, was klar ist, weil hier Umbruchstimmung ist, aber lauscht doch ein bisschen, damit ihr versteht, was gleich noch passieren wird. Auch ihr Menschen in der ersten Reihe hier vorne, ihr unterhaltet euch zwar sehr schön, das sieht sehr, sehr lustig aus, aber wollt ihr vielleicht noch mal ganz kurz zuhören? Das ist vor allem sehr, sehr witzig, wenn wir mit euch reden und es euch nicht auffällt. Hallo. Hallo. Huhu. Hey. Na? Hey. Das ist noch ganz kurz zuhören. Geil, sie ignoriert. Wir erklären gerade, wie das Finale gleich funktioniert. Ja, auch ihr beiden, genau. Super. Pass auf. Wollt ihr wissen, wie wir gleich abstimmen? So. Schon? Super. Also, jedenfalls das Finale. Ihr bekommt Knicklichter. Und wir werden diese zwei Texte jetzt Rücken an Rücken hören. Danach werden wir die beiden Personen auf diese Bühne bitten. Amiel, sei still und setz dich hin. Digga, ich rede mit dir. Setz dich hin. Gut, danke. Liebe Menschen, wir wissen, der Abend ist schon lang. Und ich weiß auch, dass es hier nicht so luftig ist wie draußen. Aber schafft es auch noch einmal, eine letzte Aufmerksamkeit hierher zu holen. Wir haben auch schon die Band wieder auf der Bühne, die Poeten sind wieder da. Es geht gleich weiter zum Finale. Ihr werdet klatschen, ihr seid alle Jury. Das heißt, ihr dürft, wenn wir dann fragen, wie laut der Applaus für den Poet oder die Poetin sein soll, werdet ihr ausrasten und schreien und trampeln und klatschen und dürft dabei eure Lichter ganz weit hochhalten. Wir werden nämlich nicht nur die Lautstärke des Applauses werten, wenn wir uns nicht entscheiden können, wer lauter war, werden wir auch darauf achten, wer heller war. Es ist ja das Blitzdichtgewitter, deswegen seid ihr auch darin gefragt, sehr viel Licht für die Dichtung zu spenden. Genau. Und um euch dieses Finale anzuheizen, haben wir nochmal einen Feature. Er stand bereits hier und hat traurig die Preisschau mit mir vollbracht. Er ist ein sehr, sehr glücklicher Mensch und ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ihr kennt ihn bereits. Einen Riesenapplaus für Christopher Hüttmannsberger. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe keine Texte mit. Dementsprechend haben wir gedacht, um ein bisschen Stimmung anzuheizen und so, damit es sich nicht ganz so komisch anfühlt, dass da hinten immer wieder leere Plätze auftauchen, weil Leute beschlossen haben, sie müssen ihre Blase entleeren gehen.
Werden wir jetzt einfach mal ein bisschen jammen oder so, oder? What? It's about time I left, so I broke the snow, and the ink's still wet when I close the door. You can find me in that hole in the sky that rips open anytime two stars collide. This is not about one situation, this is about the entire world that we're faced with. The reason why half the population's wasted and the other half continues in their cycle, brain dead. Can you hear the voices calling out your name? But you'd rather ignore it, so you'll stay the same. It's like razor blades cutting through your frame. A quick smile, cause you see they're just about to play. Now you got your fame, but you don't get no say. So you hold your head up high till you're back in your boring day. But what kind of sense does that make? That behavior only reinforces what's happening. Cause people can achieve much more than they say. We are not useless, we are not prey. We are not something they should take for granted. Don't get disenchanted with the stories they planted. What? Probieren wir was aus. Keine Ahnung, ob ich das tun will. Okay. Ja. I'm wrapped in room in this world that I see that don't treat people like they don't deserve to be free. And I feel that what's going on here just ain't right. When your aim in life is to pay a price that's set insanely high and it's horrendous. You build fences that you say are here to defend us, when really all you want is to keep people out, to keep people down so that you stay safe and sound. Hide behind walls where you can't see the top and rely on the fact that if we get bored we'll stop. Stop what? Pointing out what's wrong here. You spread fear when you claim that we're going short, that we want to abolish the system, the profits, all of the source, the abundance, the things we can do. If you only let them go through, but you continue to claim the moments in the same, because we keep on saying the system will change, but two things are changed, to keep people changed, to allow they always keep thoughts saying. I can hear it right now, I can feel it right now. Know what the deal is right now. I know the feeling all too well that I don't know what I'm feeling, but I know that I wanna keep a hold of this feeling. This is a hold to eat in my alter ego, to control of the pen when I wrote to this being. Spent the last year not knowing what I'm going to do, and I'm standing at the crossroads of a very different point of view. Cause I know what I love and I know what I'm doing. Know that I have no other choice but to pursue it. Doesn't mean that I'm rejecting any single part of me. I take pride in the fact that I can outwit my philosophy. And it now comes, I can very possibly build a situation that's exactly how it's got to be. I sat by the river long afternoons, teared up at the sky and wanted to run out the blue. But few consent now and don't know how, don't know why. There's all the skies, like you look out at the ocean and you laugh at the thought. If you jump in right now, there's nothing to catch. They're sure where it seems to do just that. They have this world where it seems that you can deal with all this madness. Just a peace when you look up at the sky when it's dark. The clouds that disappear, the glowing star. It was stars across an ocean of thought. The coast not too far, cause you go through the arch between your soul and your heart. It's utopia, euphoria, told me of the story of the glory of the falling of the walls. Now it seems that I have seen the likes and realized the reason why people strive just to be sure. So. Jetzt habe ich überhaupt keine Luft mehr und bald keine Stimme mehr.
Wie schaut's bei euch aus? Seid ihr ready fürs Finale? Seid ihr wirklich ready fürs Finale? Ich hab sogar schon Lichter gesehen. Ich glaub, ihr habt's begriffen. Ja, dann macht's bitte. Begrüßt bitte mit mir wieder unsere zwei wunderbaren Moderatoren des heutigen Abends, Henrik Santo und Jonas Scheiner, und viel Spaß noch beim Finale. So, spätestens jetzt wissen auch die Letzten, warum die zwei DJs von Deichkind letztens nach einem gemeinsamen Gig gesagt haben, ja, ja, selbst laut, Raps Joe Cocker. Yeah. Yeah. So, wenn die Leute kennen Joe Cocker, Mensch, das ist ja traurig. Gut. Ja, kommen wir zum Finale. Können wir mal ganz kurz alle Lichter oben sehen, die ja jetzt ja schon alle verteilt wurden? Ja, das sieht Bam. Schön aus. Das, sind das tatsächlich sieht wunderschön aus. Das sind, glaube ich, nicht alle. So, meine Lieben, jetzt, da ihr alle da seid, noch einmal eine ganz, ganz schnelle Erklärung. Wir werden jetzt diese beiden Finalisten nacheinander hören. Dann werdet ihr alle gemeinsam durch Applaus und durch blinkende Lichter abstimmen, wer als Sieger oder Siegerin heute nach Linz respektive Graz fährt. Genau, der Abend ist schon lang. Ihr wollt entweder jetzt weiter trinken oder bald ins Bett, aber geht noch einmal in euch, holt eure letzte Sphäre an Aufmerksamkeit raus, auch wenn das gar keinen Sinn ergeben hat. Aber seid noch einmal ganz konzentriert und seid ruhig und hört zu, und danach spendet Applaus für als erstes auf dieser Bühne Christine Teichmann! Laufen müssen, Texte holen, weil die vorne schon aus waren. Aber da war noch einer, und das ist einer, an dem schreibe ich schon über 15 Jahre, und irgendwie wird er nie ganz fertig. Seit wir Eltern geworden sind und der Alltag Einzug gehalten hat, tragen wir Flanell-Pyjamas. Wer hätte gedacht, wie gut sich dein kleiner Bauch, der damals mit meinem großen gewachsen ist, gegen meinen Rücken gepresst anfühlt, auch wenn sich zwei Lagen Stoff dazwischen geschoben haben. Ich dachte, die ständig unterbrochenen Nächte, die geteilte Aufmerksamkeit und vieles mehr würde sich auch dazwischen schieben, aber ich liege dir so nah wie noch nie und wünsche das nächste Aufstehen müssen, so weit weg wie möglich. In der Belletristik, von der ich mir immer ein paar Seiten vor dem Einschlafen gönne, sind Helden und Heroinen immer schön. Sie altern wie guter Wein, und rechtzeitig, bevor die Zellulitis ansetzt, kommt das Happy End. Und dann? In unserer Realität tauschen wir täglich diese rosa-rot ungewisse Zukunft gegen gemeinsame Vergangenheit, die zu Schwarz-Weiß-Fotografien im Fotoalbum unserer Erinnerung verblassen. Wir zelebrieren die Intimität des Mitesser am Rückensausdrückens und haben längst aufgehört, für einen Furz das Zimmer zu verlassen. Und Blümchensex ist das, was sich am Wochenendmorgen gerade noch ausgeht, bevor die Kinder mit Frühstück rufen unser Schlafzimmer stürmen. Und wer hätte gedacht, es fühlt sich ganz fein an,
Mit beginnender Altersweitsichtigkeit wage ich einen Blick in die Zukunft und hoffe, uns bis zur gemeinsamen Ermattung zusammenzusehen. Du arbeitest daran, mich noch ein paar Jahrzehnte auszuhalten, so wie du dich jetzt schon daran übst, meine Spinnereien zu übersehen und meine Ausbruchsversuche zu unterstützen, damit ich umso sicherer mit ein paar blauen Seelenflecken in unser gemeinsames Zuhause zurückkehre und wenigstens einen Sonntag lang friedlich bin, zumindest wenn es regnet. Ich lasse mir dafür einige technische Details erklären, die ich gar nicht so genau wissen wollte, und spreche dabei heimlich stumme Gebete, dass du nicht so ein selbstherrlicher Besserwisser wirst wie die meisten alten Männer, sondern hin und wieder in der Realität eincheckst, um nachzusehen, ob ich noch da bin. Dafür bist du aber auch mein kongenialer Partner im Austausch von alten Zirkusgeschichten. Und wer die Story vom Feuerspucken im Baumarkt noch nicht kennt, soll sich bitte für die nächsten 20 Jahre Paarplaudereien eintragen. Die Geschichte kommt verlässlich wieder und wieder. Wir haben mittlerweile 4 schwere Operationen gemeinsam durchgestanden. Du an deinem Stammplatz vor der OP-Türe. Die schwerste für mich war die, wo nicht ich auf der anderen Seite lag, sondern unser Sohn. Du hast mir ein Suchbild vom Aufwachzimmer geschickt, wo ich ihn unter all den Schläuchen erst finden musste. Und sollte ich je an unserer Fähigkeit, Familie zu sein, zweifeln, weil du es nicht schaffst, Küche und Keller in einem Zustand zu hinterlassen, den ich als aufgeräumt bezeichnen würde, dann erinnere mich bitte mit einem Augenzwinkern daran, wie von all den Malen, da wir dich gebraucht haben, du kein einziges Mal gefehlt hast. Und da war immer die Vorstellung, gemeinsam alt zu werden. Ja, und ich weiß, dass das Falten involviert. Wenn ich ein bisschen besser überlegt hätte, würde es mich auch nicht überraschen, dass die Berge niedriger und die wilden Wasser zahmer geworden sind. Und dann sind da noch die Speckröllchen und Haare an unerwarteter Stelle. Aber es geht doch mehr um das Gesamtpaket, oder? Und da war auch gar keine Rücksendeadresse. Und bei wem bitte willst du dich beschweren? Und du sitzt jetzt daheim bei den Kindern, damit ich mich hier auf der Bühne produzieren kann. Und ich hoffe nur, dass irgendjemand hier im Saal dich kennt und dir erzählt, dass dieser Applaus für dich ist. Danke. Christine Teichmann. Leider schon zum letzten Mal für heute Abend. Ja, aber da gibt es noch einen zweiten in diesem Finale. Freust du dich auch so? Ja. 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 Ich mich auch. Bitte begrüßt ihn noch einmal. Er war schon zweimal da, beehrt uns ein drittes Mal, denn aller guten Dinge sind drei. Ein Riesenapplaus zum letzten oder vorletzten Mal, man weiß es noch nicht. Für Sevi! Yeah. Wow, danke.
Das war ein Traum heute. Ich möchte eigentlich nach der Christine den Text fast nichts mehr sagen, außer dass ich auch einen romantischen Text mit habe. Der sich ein bisschen anders anhört. Aber nicht minder wichtig ist für die Person, für die ich geschrieben habe. Romantik. Hast du gehört? Letztens, da haben sie in den Nachrichten erzählt, dass ein Typ in seinem Motorrad mit 240 Sachen voll gegen eine Leitplanke gedonnert, sodass er den Typen dann irgendwie zweigeteilt hat. Voll krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so zweigeteilt. Sagst du, während du kräftig in deinen Kebab beißt. Es ist 3:30 Uhr morgens, wir sitzen auf der Gehsteigkante vom Kebabstand. Wie meinst du das? Irgendwie zweigeteilt. Naja, so zerteilt eben. Mittig. Vielleicht noch ein Arm ab oder so. Aha. Ja, voll heftig, nicht? Du stößt deine Sätze so uncharmant wie Messerhiebe. Mit solcher Inbrunst aus dir raus, dass mir ein Salatstreifen um die Ohren fliegt und ich ganz klar wahrnehmen kann, dass du mit extra Zwiebel und viel Schaf bestellt hast. Gleichzeitig würgst du mir nicht um meine Worte, sondern schon meine Gedanken ab, welche sich geradewegs die Nervenbahnen hinab zu einem Redefluss zusammenfügen wollen. Es ist knapp nach 3:30 Uhr morgens und es wäre nach 4 Jahren der fast perfekte Moment gewesen, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Tiffany! Tiffany wollte ich sagen, Tiffany, ich liebe dich. Ja, du hast einen tussigen Namen, der auf Y endet. Und ja, jede Zeile voll Bedeutung, schwanger Romantik wäre verschwendet. Und nein, es ist nicht das Weiß deiner Zähne, das mich blendet. Ganz im Gegenteil, Gott, sind deine Zähne hässlich. Wie so kleine, nicht fertig gebackene Popcornreste ganz unten in der Tüte. Manchmal denke ich, ich blicke auf eine zu viel bespielte Klaviatur. Weiß, schwarz, weiß, schwarz, weiß, schwarz. Nein. Es sind diese wenigen kleinen Momente, in denen mir das schüchterne, liebe, verliebte kleine Mädchen in dir diese Signale sendet. Es ist knapp nach 3:30 Uhr morgens. Du spülst die letzten Reste Fladenbrot mit einem Schwächerterbier runter, siehst mir tief in die Augen und sagst, komm, lass uns tanzen gehen. Und wir tanzen und tanzen und tanzen und tanzen, bewegen uns zu Kick, Snare und Bass. Uns macht nichts mehr Spaß und wir harmonieren, als hätten wir nie was anderes getan. Rückblick. Wir saßen bei mir auf der Terrasse, als du mir offenbartest, du seist eine Frau mit Rasse und wärst wirklich klasse im Bett und wüsstest, was du kannst. Weißt aber nicht, dass du mir heute mit diesen Worten noch meinen Hosenbund spannst. Ich hielt damals die Luft an und hätte fast gesagt, willst du mir das zeigen? Schluck das aber ganz tief runter, tiefer und mehr, als du jemals zugeben würdest, schlucken zu können. Du bist wahrlich nicht romantisch. Bei dir gibt es zum Frühstück keinen Kirschkuchen, sondern Fisch. Und deine Aufzeichnungen ziehen auch keine Smileys und Herzchen, sondern Hatis und Morgensterne. Aber das klingt dir auch noch zu süß, deswegen nennst du sie Hassfratzen und Todeskeulen. Du brauchst keine Spaziergänge im Wald oder Sonnenuntergänge am Strand oder Wolkenflugformationsratespiele. In einer mit Kamillenblüten übersäten und fleißigen Bienchen bestäubten bunten Blumenwiese. Für dich reicht ein mit Cola-Mix-Getränken verklebter, von ausgespuckten Kaugummis und weggeworfenen Zigarettenstummel verklebter Club-Dance-Floor. Denn Romantik ist nicht jahrelang Händchen halten, sondern voller Verständnis wabende Falten. Und Romantik sind auch keine tiefen Blicke, sondern willst du auch mal kiffen, Bitch? Und deine Drangperioden als Zicke. Und Romantik ist kein Valentinsgeschenk, sondern die Tatsache, dass ich sonst ein ganzes Jahr nicht an dich denke. Und Romantik ist definitiv kein Sex am Strand, sondern das zu lieben, was bisher sonst jeder eklig fand. Ehrlich, ich vergöttere ihn deinen ausufernden, speckummantelten Beckenrand. Du brauchst keinen Mondschein am Sternenhimmel und dazu duftende Rosenblätter. Für dich reicht eine flackernde Neonlampe am Straßenrand. Von Rauch betäubte Mücken außer Rand und Band, vor Bier und Schweiß triefend sitzen vom Kebabstand. Es ist 4 Uhr morgens.
Die Musik verstummt. Statt Vogelgezwitscher gibt's Reiherlaute. Und es ist der perfekte Moment. Tiffany. Tiffany, was ist das für ein verkacktussenhafter Name? Aber egal. Tiffany, ich liebe dich. Deine zu einem Viertel geöffneten und schwer geröteten Augen blicken durch den blauen Dunst, als dein Kopf sich hebt. Du dämpfst deine Winston blau aus, nimmst mein Gesicht in deine zarten Hände und sagst: Lass uns auf eine Aftershow-Party gehen und einen Absacker trinken. Ja, Romantik ist wie eine Aftershow-Party. Völlig überwertet und nur die Opfer machen mit. Aber hey, sie und ich, wir sind dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Sevi! So. So, ich habe ein paar Leute gesehen, die Knicklichter in der Hand halten oder in den Haaren. An den Haaren ist in Ordnung, aber wie wäre es denn mal, wenn ihr die um die Armgelenke bindet? Das wäre noch viel besser, das sieht man nämlich beim Klatschen noch. Das ist hilfreich. Oder? Das ist wahr. So, bevor wir... Du hast keins, kein Handgelenk, aber kein Knicklicht. Wer hatte noch keine Knicklichter? Braucht noch jemand Knicklichter? Okay. Ah, ihr seid auch später gekommen, das ist unfair. So, gut, egal, ich glaube, wir sind gut versorgt. Wir brauchen jetzt noch zwei Dinge. Wir brauchen Fotografen auf dieser Bühne. Ich glaube, alle, die da sind, sind sowieso schon... Aha, perfekt. Und wir brauchen etwas dunkleres Licht. Aber davor brauchen wir die zwei Finalisten. Die werden wir dabei auf die Bühne holen. Während sie im Dunkeln auf die Bühne stolpern. Während das Licht runtergedimpft wird, das ist dramatisch. Oh. 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 Bitte ganz dramatisch die beiden Finalisten zu mir auf diese Bühne. Und an dieser Stelle unter einem Tosenapplaus für Christine und Sevi. So. So. Wir werden jetzt ein kleines Trommelwirbelchen hinter uns einblenden lassen, was nur leise mitklingt. Gleich, gleich, gleich. Kein Stress. So, meine jetzt Lieben. Jetzt seid ihr gefragt. Geht in euch. Wir werden mit einem Satz die Texte zusammenfassen und dann applaudiert ihr für die Person, von der ihr glaubt, dass sie es verdient hat. Eine große Spritzpistole, Schnaps, eine Polaroid-Kamera und unendlichen Ruhm mit in ihre respektive Heimatstadt zu nehmen. Vor allem Liebe. Und vor allen Dingen Liebe. Das ging bei den Waffen ein bisschen unter gerade, es tut mir leid. So, wenn ihr der Meinung seid, dass die Siegerin des heutigen Abends, die Dame mit der berührenden Liebeserklärung an ihre gesamte Familie sein soll, dann applaudiert, schreit, lärmt und reißt eure Lichter bitte nach oben für Christine Teichmann. Yes! Bitte jetzt! Hast du irgendwen gehört? Naja, es war laut und hell und wunderschön. Ich glaube, meine Ohren sind geplatzt. Wahnsinn! Das ist eine Ansage. Das war ironisch gemeint. Was? Ist der Abend schon so spät? Na gut. Ich höre dich nicht. Nein, das war definitiv mal ein lauter Applaus. Schauen wir mal, was beim nächsten rauskommt. Wir haben von Sevi gerade gehört, die wahre Romantik des Lebens, die man nicht in irgendwelchen Soaps oder kitschigen Boxfilmen findet, nein, sondern am Kebabstand um 4 Uhr morgens in der Früh mit der wahren Liebe des Lebens, die auch gerne mal einen Speck oder mehrere Speckmäntel über den Beckenrand hängen lässt und sagt, hier willst du kiffen, Bitch. Euer Applaus für Sevi. Bitte jetzt!
Ja, das war auch laut. Wir beratschlagen uns kurz. Wir müssen Lärm machen mit der Musik kurz. Okay, passt. Also wir haben auf jeden Fall eine starke Tendenz gehört. Da wir heute Best-of-Saisonfinale haben, möchten wir der Fairness halber das Ganze noch einmal hören und drehen diesmal die Reihenfolge um. Das heißt, ihr werdet erst für Sebi klatschen. Wenn ihr also... Wir machen das ein bisschen verkürzt. Also ein 5-Sekunden Power-Applaus in verkehrter Reihenfolge. Erst für Sebi und dann für Christine. Also 5 Sekunden Applaus. Wenn ihr wollt, dass Sebi heute den Sieg mit nach Hause nimmt, dann bitte applaudiert jetzt! Danke. Stopp. So, und wenn ihr aber sagt, nö, und stattdessen soll Christine die gesamten Preise mit nach Hause nehmen, dann applaudiert, rastet aus, macht Licht und Lärm, bitte jetzt! Jetzt! Ich glaube, unsere Tendenz hat sich bestätigt. Wir präsentieren... Unter etwas mehr Licht. Vielen Dank. Das war... Ich hatte gerade voll den Flow. Ich auch. So, jetzt ist mein Flow weg. Das heißt, wir klatschen jetzt... Für den zweiten Platz. Für den Mann, der es ermöglicht hat, dass wir im Dunkeln und im Lichte stehen. Bitte erst einen großen Applaus an den jungen Herren an der Technik. Bitte. Haltet den Applaus an für die Menschen, die heute filmen und Fotos machen und dafür sorgen, dass wir danach alle sehr, sehr hübsch darauf aussehen. So, und jetzt präsentieren wir den einen Mann, Platz 2, der die kleine Spritzpistole gewinnt. Jetzt hast du ja schon was verraten. Bitte? Habe ich die Spannung rausgenommen gerade? Ja. Wir gratulieren für einen zweiten Platz dem Sebi! Und jetzt wir gratulieren eine kleine Stelle der Siegerin des ersten Blitzdicht-Gewitter-Saisonfinales. Hier ist eure Championess, hier ist Christine Teichmann! So, damit haben wir herausgefunden, wer den längsten Abend dieses Jahres, glaube ich, von allen Poetry Slams, die ich persönlich miterlebt habe, gewinnen durfte, ganz viel mit nach Hause nehmen darf und vor allem ganz viel Liebe mit nach Hause nehmen darf. Das ist wahr. Uns bleibt nicht so viel zu sagen eigentlich. Bitte? Nee, wir sind ab Oktober mit dem Blitzdichtgewitter wieder am Start im Mon Ami und nicht hier. Ich sehe schon, ihr wollt nach Hause, das ist auch total okay. Drum übergebe ich das Mikrofon an eure Siegerin und verabschiede mich. Schönen Abend. Ja, vielen, vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dableiben, danke fürs Applaudieren. Ganz, ganz großen Dank an die zwei wunderbaren Moderatoren. Danke an den Anheizer, den Christopher. Und ganz, 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 also es ist einfach so
geiles Erlebnis, mit diesen Musikern die Texte machen zu dürfen und die Texte der anderen mit der Wahnsinnsmusik zu hören. Vielen, vielen, vielen Dank an die Musik. Ihr seid absolut spitze. Wir sagen danke, macht euch einen schönen Abend, bestellt noch gerne Getränke, redet mit uns, redet mit den Poeten, redet mit euch. Macht's gut und Liebe.